Sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär Kühn, sehr geehrter Herr Albrecht, sehr geehrte Damen und Herren und nicht-binäre Gäste, liebe Gästeschaft hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und liebe Gäste, die sich online dazugeschaltet haben, herzlich willkommen zu unserer Fachkonferenz, die sich dem Thema widmet: KI immer größer statt grüner. Vielen Dank, dass Sie an diesem Montagmorgen unserer Einladung so breit gefolgt sind. Mein Name ist Jolanda Rother und ich freue mich ganz besonders, Sie alle hier heute durch diese Veranstaltung führen zu dürfen. Ich will gar nicht viele Worte verlieren, denn das Programm ist eng getaktet, vor allem an diesem Morgen, weshalb wir direkt und ohne viel Gedöns einsteigen. Wir beginnen mit einer Einführung durch den Stiftungsvorstand selbst. Ich freue mich ganz herzlich, Sie, Jan-Philipp Albrecht, auf die Bühne bitten zu dürfen. Ja, vielen herzlichen Dank und auch von meiner Seite einen ganz wunderbaren, schönen Montagmorgen. Herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist ein schöner Montagmorgen, um vor allen Dingen über KI und Nachhaltigkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, in all den unterschiedlichen Facetten. Und ich hoffe, Sie konnten sich mit einem Kaffee auch schon ein bisschen warm laufen und hier einsteigen in die Gespräche. Heute hier persönlich, aber auch im Stream, etwa 150 TeilnehmerInnen. Das freut uns ganz besonders und wir gucken mit großer Begeisterung und Spannung auf den Tag und dieses Programm. Ganz besonders möchte ich begrüßen Christian Kühn, der als parlamentarischer Geschäftsführer aus dem BMUV heute hier ist und mit uns einen seiner letzten Termine in diesem Amt hier vollbringt, weil er demnächst Leiter des BASE wird. Das klingt sehr fancy und ist ein ganz besonderer Technologiebereich, nämlich die nukleare Entsorgung. Das wird auch spannend, inwieweit künstliche Intelligenz da in Zukunft eine Rolle spielt. Ist ja auch eine Zukunftsaufgabe, die uns noch lange beschäftigen wird. Wir freuen uns aber heute hier zu dem Thema künstliche Intelligenz mit dir, Chris, zu sprechen. Und das ist auch dringend. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen. Die Innovationszyklen sind unglaublich kurz geworden. Es geht unglaublich schnell voran in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, in immer weniger Zeit werden immer größere Innovationssprünge genommen. Wir sehen, dass hier künstliche Intelligenz eigentlich in allen Lebens- und Arbeitsbereichen mittlerweile zum Einsatz kommt, dass wir zum Teil überhaupt noch hinterherkommen müssen, zu verstehen, wo ist vielleicht künstliche Intelligenz gerade am Werk. Und maschinelles Lernen insbesondere wird eben an vielen Stellen erprobt und führt dazu, dass wir uns Gedanken machen müssen, nicht nur über die Frage von ethischen Rahmenbedingungen, von Regulierung, mit Blick auf Sicherheit, mit Blick auf die Möglichkeiten, auch ungewollte Entwicklungen zu verhindern, sondern dass wir uns eben ganz speziell und intensiv auch über die Frage von Nachhaltigkeit Gedanken machen müssen. Denn, das sehen wir, KI kann eben einerseits einen wichtigen Beitrag zum Beispiel zum Klimaschutz und zu vielen Maßnahmen der Anpassung an den Klimawandel beitragen. Gleichzeitig aber hat KI eben auch die Eigenschaft, gerade wenn es um die Foundation Models geht, die Emissionen doch deutlich zu erhöhen, weil der Energieverbrauch enorm ansteigt durch den Einsatz von solchen Anwendungen. Und das kann eben am Ende auch die Anpassung an den Klimawandel weiter erschweren. Gerade bei den Foundation Models, die eben besonders energieintensiv sind und auch extensiv genutzt werden, manchmal machen wir uns ja gar nicht so die Gedanken darüber, wie intensiv und wie wirklich energieverbrauchend wir KI-Anwendungen einsetzen, ist es besonders wichtig, sich damit eben jetzt auch zu beschäftigen. Es gibt verschiedene Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der KI, einerseits in der Ökologie, ich habe es eben gesagt, der Energieverbrauch,
wobei eben tatsächlich auch klar ist, hier muss man nicht nur auf die negativen Seiten schauen, sondern kann eben auch große Potenziale erkennen, den Beitrag an vielen Stellen, wie zum Beispiel der Mobilität, wo es eben darum geht, Energieverbräuche auch runterzubringen. Aber es muss eben am Ende tatsächlich unterm Strich auch ein positives Ergebnis stehen. Und das ist eine Herausforderung, aber eben auch ökonomisch. Denn wir sehen tatsächlich, dass gerade die Foundation Models von großen etablierten Tech-Konzernen entwickelt werden, auch weiterentwickelt werden. Und das führt natürlich dazu, gerade weil diese Unternehmen als einzige dann die nötigen Kompetenzen vielleicht mitbringen oder auch die Investitionsmittel, dass hier konzentrierte Marktmacht entsteht und damit eben Markt auch verändert wird und ökonomische Herausforderungen sich auch nochmal ganz neu stellen, die wir diskutieren müssen, um eben eine Nachhaltigkeit auch im ökonomischen Sinne zu erreichen und im Sozialen, weil eben auch klar ist, gerade bei der Feinjustierung von Systemen wie ChatGPT und anderen Foundation Models, die in die Anwendung gehen, finden eben in den Ländern mit niedrigen Stundenlöhnen und auch insgesamt schlechten Arbeitsbedingungen die Arbeit statt. Das ist eine Herausforderung, die uns noch sehr bevorsteht. Die Frage, wie gehen wir damit um? Welche Standards können wir da überhaupt setzen? Und auch natürlich die Weiterentwicklung, gerade von Stereotypen, bestimmten Sichtweisen, in Weltdeutungen oder anderen Fragen der Voreinstellungen sind natürlich davon geprägt, wer letztendlich auch beteiligt wird an diesen Entwicklungsprozessen. Das sind alles die Herausforderungen, die wir uns vorgenommen haben für den heutigen Tag. Wir haben tolle RednerInnen und natürlich auch Sie und euch alle hier im Raum, die daran teilnehmen. Mein Dank gilt an dieser Stelle unserem großartigen Konferenzteam, namentlich auch Christine Weiß, Jana Heide und Veran Meyer, die das sehr intensiv hier vorbereitet haben, und an unseren Kooperationspartner, das iRights Lab. Stellvertretend für alle, die auch im Hintergrund mitgewirkt haben. Dank an Jana Müller-Brehm und Merlin Münch. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt an unseren Gast Christian Kühn für seine Keynote zur politischen Relevanz komplexer KI-Modelle als Auftakt für diese Konferenz. The floor is yours. Ja, erstmal auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, lieber Jan-Philipp Albrecht. Danke für die Einladung und dass ich heute hier für das Bundesumweltministerium sprechen kann und ein paar Gedanken, vielleicht ein paar Impulse mitgeben kann in diese Konferenz, wie wir aus umweltpolitischer Perspektive auf KI blicken, auf die neuen Modelle und anderes. Zunächst mal möchte ich aber ganz liebe und herzliche Grüße der Bundesumweltministerin Steffi Lemke ausrichten. Das Thema KI ist eines, das uns, als wir vor 2 Jahren angefangen haben, Umweltpolitik im Umweltministerium zu machen, wirklich von Anfang an sehr, sehr stark bewegt hat. Es war klar, dass wir einen Schwerpunkt darauf auch setzen wollen. Das ist uns auch gelungen. Gerade auch der Ministerin war das ein großes Anliegen. Wenn Sie heute auf das Organigramm blicken, dann gibt es dort eine Abteilung, die heißt T-Transformation. Und da gibt es eine Unterabteilung, die sich eben mit der Frage Digitalisierung und eben auch der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Und ich glaube, das zeigt schon, welchen Stellenwert das heute dieses Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung heute schon für das Umweltministerium hat. Und die Bedeutung wird auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Und du hast es angesprochen, ist einer meiner letzten Termine in dieser Funktion als parlamentarischer Staatssekretär, weil ich Präsident des BASE werde. Und auch das BASE hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon mit der Frage der künstlichen Intelligenz beschäftigt, bei der Endlagersuche. Überall dort, wo natürlich große Datenmengen anfallen, wo Daten bewertet werden müssen, wo es um die Frage geht, wie wir Daten in Zukunft sozusagen auch ganz anders anschauen können, spielt natürlich KI eine große Rolle. Und das zeigt schon, dass eigentlich in allen Bereichen der Umweltpolitik KI heute als Tool ein wichtiges sein wird und deswegen wird die Bedeutung weiter zunehmen. Und deswegen möchte ich mich ganz recht herzlich im Namen der Bundesumweltministerin gerade auch für diese Konferenz bedanken, denn ich glaube, es ist notwendiger denn je, dass wir die Frage der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung, der Umweltpolitik, der Klimapolitik miteinander verzahnen, Foren schaffen, wo wir über Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz und Digitalisierung sprechen. Und das ist heute hier ein sehr, sehr gutes Forum. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an die Böll-Stiftung, an die Organisatoren der heutigen Konferenz und dass wir daran teilnehmen können. Es ist wichtig, dass
Digitalisierung gestaltet wird. Und wir wissen aus der Geschichte, dass nicht jeder Fortschritt gleichzeitig einen umweltpolitischen Fortschritt darstellt, ganz und gar nicht in der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir erreichen wollen, dass Digitalisierung wirklich einen dieser Fortschritte für uns bietet, die künstliche Intelligenz einen umweltpolitischen Fortschritt für uns bietet, dann ist es wichtig, dass wir die Nachhaltigkeitsthemen in den Vordergrund stellen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammenbringen. Und das passiert heute in einem interdisziplinären Austausch und den braucht es umso mehr, um eben diese zwei großen Transformationsfelder, in denen wir heute stehen, auf der einen Seite die digitale Transformation und auf der anderen Seite die Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, nachhaltigen Wirtschaftsweise, weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren, wie wir diese beiden Felder gut miteinander verzahnen können und in beiden Feldern diesen, sagen, auch sich gegenseitig befruchten können. Ich glaube, darum geht es heute hier und es geht da um nicht weniger als, ja, ich sag mal, die grundlegende Veränderung unserer Gesellschaft, denn dieser technologische Wandel, gerade auch die KI, wird unsere Gesellschaft noch einmal grundsätzlich verändern und KI ist heute schon in unserem Leben alltäglich, auch wenn wir es nicht immer merken und die technologischen Anwendungen, die dahinter stehen, greifen immer größeren Raum. Wir haben große Potenziale in der KI, ohne Frage, und es gibt aber natürlich auch Zielkonflikte und der Fortschritt bei der KI wird nicht ohne Konsequenzen auch für Umwelt und Gesellschaft bleiben. Und die genau zu betrachten, das möchte ich gerne mit drei kurzen Impulsen, die ich heute Ihnen mitgebe. Der erste Impuls ist sicherlich die Frage, wie geht es mit dem Ressourcenverbrauch der KI weiter. Wenn man sich heute anschaut, und Jan-Philipp Albrecht hat es ja gerade auch angesprochen, dann ist es so, dass wir immer stärker sehen, dass Grundmodelle, Basismodelle sozusagen viel stärkeren Raum einnehmen, dadurch sozusagen sehr ressourcenintensiv KI-Modelle entwickelt werden. Da geht es nicht nur um Energie, da geht es um Einsatz von Hardware, da geht es um den grundsätzlichen Ressourceneinsatz. Und auch dabei geht es nicht nur um die Frage, was vielleicht vor einiger Zeit ganz stark im Vordergrund stand, bei der Frage des Trainings, der Entwicklung der Modelle, sondern eben auch in die Anwendung hinein. Und wenn wir einzelne Anwendungen sehen, wie schnell sie sozusagen dann auch in die Breite kommen, dann können die natürlich einen erheblichen Ressourcenabdruck am Ende hinterlassen, sei es bei dem Thema Wasser. Ja, wir wissen, dass sozusagen gerade auch die Entwicklung und das Training von Sprachmodellen mehrere hunderttausende Liter Wasser sozusagen verbrauchen und benötigen. Und das natürlich in einer Zeit, in der die Klimakrise, in der das Artensterben, in dem der Ressourcendruck, in dem die Klimaanpassungsthemen immer stärker zunehmen. Und ich glaube, deswegen ist es notwendig, dass wir uns sehr, sehr viel verstärker, gerade auch bei der Frage der künstlichen Intelligenz, eben den Energie- und Ressourcenthemen zuwenden. Und ich bin mir sicher, dass das die heutige Konferenz tun wird. Wir kennen es aus vielen anderen technologischen Anwendungen, dass es einen Rebound-Effekt gibt. Ja. Man hat Effizienzanforderungen in der Vergangenheit erhöht und gleichzeitig sozusagen gab es Rebound-Effekte. Auch das ist was ganz zentral mit angeschaut werden muss. Und die müssen auch verhindert werden, damit wir eben Nachhaltigkeitsziele überhaupt erreichen können. Denn es macht ja keinen Sinn, dass wir auf der einen Seite Energie einsparen, auf der anderen Seite neue Technologien erfinden, die deutlich mehr Energie brauchen. Und am Ende ist es ein Nullsummenspiel und wir die Ziele, die wir uns klimapolitisch, energiepolitisch stellen, am Ende nicht erreichen können. Und deswegen ist es allerdings eine Betrachtung einer sehr, sehr komplexen Frage, weil natürlich auch durch diese neuen Modelle, neuen Technologien wir Einsparungen erreichen können. Dahinter auch große Chancen, gerade auch für die Veränderung bei der Frage zum Beispiel Kreislaufwirtschaft stehen, bei der Frage auch stehen, dem Thema Ressourcen einsparen und anderem. Und ich glaube, deswegen ist es notwendig, sich der Ressourcen- und der Energiefrage, der Klimafrage, auch der KI sehr, sehr viel stärker in den nächsten Jahren zu stellen. Ich bin froh, dass es diese Konferenz tut. Der zweite Impuls ist sozusagen eine umweltpolitische Einordnung. Ich habe es vorher ein Stück weit schon angedeutet, jeder neue Fortschritt muss sozusagen auch aufgrund seiner umweltpolitischen, aufgrund seiner nachhaltigen Nachhaltigkeitsbetrachtung hin auch überprüft werden und sozusagen auch betrachtet werden. In der Vergangenheit würde man das sozusagen unter Technikfolgenabschätzung betrachten und ich glaube, genau das brauchen wir auch für die einzelnen KI-Systeme und Modelle. Und dabei geht es eben darum, dass wir wirklich Umweltbilanzen der KI-Systeme
erstellen. Und zwar nicht nur bei der Produktion oder der Entstehung der Modelle bei dem Training, sondern eben auch bis hin zur Anwendung. Wir brauchen sozusagen eine Lebenszyklusbetrachtung in dem Sinne auch von KI-Modellen. Und da fehlen uns heute noch die Daten. Ich glaube, da fehlen uns sozusagen auch noch ein genauer Blick darauf. Und das muss sozusagen am Ende auch gewährleistet werden, damit eben am Ende auch Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, ist diese KI nachhaltig oder nicht, ist diese Anwendung nachhaltig oder nicht, und eben auch eine Transparenz dahinter auch entsteht. Da geht es um die Transparenz der Energieverbrauche, des Ressourcenverbrauches, und es geht am Ende auch darum, um wirklich gesellschaftlichen Fortschritt damit voranzubringen zu können. Ich habe es gesagt, diese Lebenszyklusbetrachtung muss natürlich auch abgewogen werden bei einer Technikfolgenabschätzung. Also wenn wir eine Anwendung haben, die am Ende wirkliche Fortschritte bringt, beispielsweise bei der Steuerung eines modernen Energienetzes, das auf Erneuerbaren fußt, oder bei der Frage, wenn wir Anwendungen haben, die uns bei der Frage der Klimaanpassung oder bei der Hervorsage von Starkregenereignissen und anderem helfen, dann ist es sicherlich notwendig, sozusagen das immer in Ausgleich zu bringen. Und deswegen braucht es eine umfassende Betrachtung, eine Technikfolgenabschätzung auch in diesem Bereich. Und wir haben das auch in der Vergangenheit schon getan. Auch da, glaube ich, können wir sozusagen auch aus der Vergangenheit fußen und eben diese Technologien auch genau anschauen. Unter Green AI ist nicht immer sozusagen nur das Grüne gemeint, häufig auch die Effizienz. Ich habe es gesagt, wenn wir aber Effizienzanforderungen stellen, heißt es nicht unbedingt, dass es nachhaltig ist. Also auch Technologien, die effizient sind, können am Ende dazu führen, dass wir in der Nachhaltigkeit zurückfallen, wenn solche Anwendungen beispielsweise zu der effizienten Ausnutzung von Bohrfeldern gehen, ja, zur Ölproduktion, dann hat das sicherlich keinen nachhaltigen Effekt. Und deswegen muss man sich auch sehr genau anschauen, wo KI-Modelle, wo KI als Tool auch funktioniert und angewendet werden kann. Es geht für uns darum, diese Betrachtung stärker in den Blick zu nehmen. Und für uns war das einer der Hauptpunkte und das ist vielleicht der dritte Impuls. Es braucht sozusagen Regulierung in diesem Bereich, den wir auch eingefordert haben. Und diese Regulierung haben wir sozusagen von Anfang an bei der Europäischen Union, bei der Kommission mit dem Thema der Nachhaltigkeit und der Ressourcenverbrauche mit ins Zentrum gestellt. Für uns als Umweltministerium war das ganz ein zentrales Kernanliegen zu sagen, der Ressourcenverbrauch von KI muss sozusagen am Teil am Ende auch der Regulierung insgesamt sein, sonst wird es uns nicht gelingen, unsere Nachhaltigkeitsziele am Ende wirklich zu erreichen. Die Umweltauswirkungen müssen genau betrachtet werden und da braucht es eben Transparenzvorgaben, die dann auch verbindlich sind, die auf europäischer Ebene stark gemacht werden, damit auch Standards gesetzt werden und damit wir auch wirklich vorankommen. Diese Regulierung, ich glaube, es kann da nicht auf Freiwilligkeit beruhen, es braucht sozusagen eine Klarheit, damit eben dann auch die Nachhaltigkeitsziele in den Blick nehmen. Es ist aber so, dass es natürlich bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung nicht nur um umweltpolitische Zielsetzungen geht. Jan-Philipp Albrecht hat es ja schon gesagt, es geht auch um die sozialen Dimensionen, um die gesellschaftlichen Dimensionen. Wenn es um sowas wie Diskriminierung geht, bei Scoring-Systemen, bei Kreditvergaben und anderem, da schauen wir als Verbraucherschutzministerium sehr genau drauf. Auch das sind Dimensionen, die natürlich bei einer Technikfolgenabschätzung und bei einer Regulierung eine Rolle spielen. Und ich bin da sehr froh, dass wir jetzt mit der KI-Verordnung ein ganzes Stück weiterkommen. Ich glaube auch in der Diskussion darum, auch wenn die Texte sagen noch nicht ganz durch sind, sind wir doch sozusagen so weit, dass wir, glaube ich, die zentralen Punkte mit eingebracht haben bei der Frage Transparenz, aber eben auch bei der Frage, wie man Demokratie unter diesen neuen technischen Bedingungen schützen kann. Auch das ist sicherlich eine Frage, die viele Menschen heute bewegt und auch in den letzten Tagen mit auch auf die Straße gebracht hat. Abschließend möchte ich sagen, die Konferenz heute muss sich sozusagen diesen Grundfragen stellen. Wie sieht der Ressourcenverbrauch aus? Wie sieht die Klimabilanz aus? Was fehlt noch an Daten und an Forschung? Welche Transparenz brauchen wir? Wie kann Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft und Wirtschaft hier gut zusammenarbeiten in den nächsten Jahren, um diese Technologie so zu gestalten, dass sie wirklich uns dabei hilft, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und damit unseren Planeten zu schützen und diesen Planeten unseren zukünftigen Generationen so zu übergeben, dass er lebenswert ist. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, parlamentarischer Staatssekretär Herr Kühn. Sie können sehr gerne direkt hier auf der Bühne bleiben, weil wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Programmpunkt, nämlich dem Bühnengespräch. Wunderbar, Herr Albrecht kommt auch schon auf die Bühne. Und ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese Einordnung, für diese Keynote. Sie haben ja auch direkt schon über die Grundfragen jetzt zum Schluss gesprochen. Und da würde ich ganz gerne direkt auch mit einsteigen, mit einer ersten Grundfrage. Reden wir über nachhaltige KI oder über KI für Nachhaltigkeit, Herr Kühn? Ich kann auch gerne das nochmal ausführen. Nachhaltigkeit von KI oder Nachhaltigkeit durch KI? Also ich denke, dass sozusagen, wenn man das Thema KI betrachtet, dann geht es ja erstmal um Werkzeuge, ja, um Technologien, die man anwenden kann. Und damit kann man natürlich Nachhaltigkeitsprojekte voranbringen. Gleichzeitig muss natürlich auch jedes Werkzeug so gestaltet sein, dass es in der Nachhaltigkeit passt. Und deswegen, glaube ich, sind beide Dinge da drin angesprochen. Ich komme ja, mein Wahlkreis ist ja der Wahlkreis Tübingen. Wir haben ja da das Cyber Valley im Schwäbischen mit wirklich einem großen KI-Leuchtturm. Und wenn man dort mit den Forscherinnen und Forschern spricht, dann gibt es da natürlich ganz, ganz viele Anwendungen, ganz viele Anwendungsfälle, Ideen, wo wir wirklich Nachhaltigkeit voranbringen. Eins, was mich im letzten Jahr beschäftigt hat, war zum Beispiel die Frage, wie wir in Zukunft Kläranlagen so steuern, ja, dass weniger Klimagase am Ende ausgestoßen werden und damit wir die Kläranlagen so steuern, dass wir wirklich auch einen echten Klimabilanzfortschritt als Gesellschaft erreichen. Und solche Anwendungen voranzubringen, sind natürlich sehr, sehr viel wert. Das sind auch Technologien, die wir in der Form früher nicht kannten und nicht steuern konnten. Und ich glaube, deswegen wird KI natürlich einen großen Beitrag für Nachhaltigkeit leisten. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich darum, wenn jeder jeden Tag KI anwendet, mit hohen Ressourcen einsetzen, dann führt es natürlich am Ende dazu, dass das, was man in der Kläranlage eingespart hat, auf der anderen Seite wieder rausgehauen hat. Und das sozusagen in eine Balance zu bringen, ich glaube, das ist ganz entscheidend und das muss sicherlich einfach von allen, die daran mitarbeiten und daran partizipieren, auch so dokumentiert werden, dass es transparent ist und dass man dann am Ende auch die Anwendung so steuern kann, dass es uns wirklich für die Nachhaltigkeit insgesamt etwas bringt. Mm. Und Herr Albrecht, was sind so die großen Bereiche, wo wir wirklich einen Mehrwert feststellen können, wenn wir die KI einsetzen? Wir haben es ja gerade schon an einem Beispiel gehört, aber vielleicht könnten Sie das noch etwas ausführen. Ja, es gibt tatsächlich viele Bereiche, in denen man das jetzt schon sieht, dass da enorme Potenziale drin liegen. Neben dem Bereich, den wir eben gehört haben, ist es vor allen Dingen zum Beispiel der Energienetze und der Energieversorgung, wo heute schon Technologie eingesetzt wird, um die Auslastung von Netzen zu verbessern, um den Transport von erneuerbarer Energie an die richtige Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu verbessern oder eben auch die Abfrage von Energie zum richtigen Zeitpunkt, wo sie nämlich verfügbar ist, wo sie günstig ist, zu verbessern. Das ist eine Einsatzmöglichkeit, die da ist, wo viel möglich ist. Aber gleichzeitig muss man da eben, so wie an anderen Bereichen, ich habe ja Mobilität eben genannt, wo also die Frage ja offensichtlich ist, wie machen wir das möglichst effizient, dass eben möglichst viele Leute zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr benutzen können und zügig zu ihrem Ziel kommen. Muss man natürlich bei all diesen Anwendungen immer im Blick haben, führt es unterm Strich tatsächlich zu einem Mehrwert, ja, auch ökologisch. Denn man kann sich vieles überlegen und tolle Technologie einsetzen. Wenn am Ende aber nicht die Gesamtbilanz stimmt, also dass man sagt, okay, wir sparen hier an dieser Stelle super viel ein, aber am Ende das dahinterliegende Foundation-Modell, das dann da genutzt wird, hat einen riesen Energieverbrauch, dann wird das nicht funktionieren. Ja? Und wir sehen eben jetzt schon, dass absehbar der Energieverbrauch, den wir insgesamt haben, sich verdoppeln wird. Das heißt, wir müssen enorm viel tun, um den runterzuholen. Und wir müssen eben auch sehen, dass bei diesem hohen Anwachsen des Energieverbrauchs die neuen Technologien, also digitale Technologien insbesondere, einen ganz, ganz großen Anteil ausmachen. Das heißt, da gilt es eben reinzugehen und sich genau zu überlegen, wie können wir die Energieverbräuche von vornherein gering halten. Und da, sage ich mal, ist das Thema mit möglichst wenig Datenverarbeitung mit möglichst wenig Einsatz von Energie auch, möglichst viel rauszuholen, eins, das ganz zentral ist. Und da wird die Herausforderung liegen.
Ja, vielen Dank. Und Sie haben das ja auch schon gerade in Ihrer Keynote angesprochen, eben diese Lebenszyklusbetrachtung und dass wir da reingehen müssen, um eben eine Gesamtbilanz auch erstellen zu können. Und gleichzeitig haben Sie aber auch direkt schon die Herausforderung genannt, nämlich es fehlt uns an gewissen Daten, um so eine Bilanz der Energienutzung zu machen. Wie kann das sein, dass diese Daten noch nicht existieren und wie kommen wir dahin, dass wir diese Bilanz erstellen können? Also ich glaube, wir sind da ja schon viel weiter als vor kurzer Zeit. Dennoch, Jan Verbeifrecht hat es vorher angesprochen, diese Dynamik der Entwicklung, die wir sehen, ist natürlich sehr, sehr schnell. Und es ist gut, dass man sich jetzt auch den Nachhaltigkeits- und Klimafragen bei der KI stellt. Und es gibt ja schon einige Abschätzungen, wie viel Energie verbraucht wird bei einigen Anwendungen. Aber dennoch fehlt es uns in der Breite. Und deswegen muss es sozusagen aus meiner Sicht sehr klar sein, dass gerade auch die großen Technologiekonzerne und andere eben da auch Transparenz herstellen über diese Fragen. Wir auch mehr stärker in diesen Forschungsbereichen mit hineingehen, diese Fragen auch anschauen. Ich war vor einiger Zeit bei mir im Wahlkreis, ja, bei den KI-Leuchttürmen vor Ort und dort haben wir sehr intensiv auch über diese Fragen gesprochen und dort gibt es auch jetzt Forscherinnen und Forscher, die sich genau das jetzt auch anschauen. Ja? Aber es ist ein sehr dynamischer Bereich, es ist eine sehr junge, sehr junges Themenfeld, wenn man sich das aus umweltpolitischer Perspektive anschaut. Wir reden schon länger über Luftreinhaltung, ja, und andere Fragen und deswegen fehlen uns da natürlich noch die Daten. Aber es ist so, dass wir das jetzt beginnen, uns genau anzuschauen. Und vor kurzer Zeit hat Steffi Lemke im Umweltbundesamt eine neue Forschungsgruppe mit sozusagen aus der Taufe gehoben, die sich zu dem Thema KI und Big Data anschaut und eben genau diese Umweltdaten dann auch stärker mit in den Blick nehmen wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das jetzt einfach in die Breite dann bringen und dann am Ende auch handeln können. Denn Umweltpolitik funktioniert eben nur mit Daten. Das kann man ja nicht gefühlt machen, sondern wir brauchen sozusagen da einen genauen Blick. Und ich denke, das ist einer der ersten Punkte, die so wichtig sind, dass wir dann genau hinschauen können. Und was ich jetzt bei Ihnen gerade auch rausgehört habe, ist, es geht ganz stark um die Transparenz, die gegebenenfalls einfach noch nicht vorhanden ist, die aber bei den großen Technologieunternehmen auch liegt. Und das bringt uns so ein bisschen zu dem Thema rund um Regulierung. Was genau können wir uns erhoffen, wie kann Regulierung dabei helfen, die Nachhaltigkeit von KI-Modellen zu verbessern? Also ich bin natürlich Umweltpolitiker und wenn ich in die Geschichte der Umweltpolitik schaue, dann war es immer so, dass Regulierung und Standardsetzung notwendig war, um auch technologische Fortschritte mit voranzubringen und gleichzeitig auch umweltpolitische Themen so abzubilden und zu stärken, dass auch am Ende wirklich Wirtschaft angefangen hat umzusteuern. Das beste Beispiel ist sicherlich auch hier bei dem Licht heute zu sehen, ja, eine große sozusagen Errungenschaft, die LED-Technologie, ja, die wäre ohne umweltpolitische Regulierung nie vonstatten gegangen. Und darum geht es eben auch bei der Regulierung der KI, ja. Die KI darf eben nicht die Glühbirne sein, sondern muss das LED-Licht sein, ja, in Zukunft. Und das sozusagen klug zu regulieren, wird nur auf der europäischen Ebene gehen. Deswegen ist die KI-Verordnung dort so elementar. Wir sind sehr froh, dass wir dort auch die Ressourcen- und Klimafragen mit adressiert haben, dass die nun in den Texten mit enthalten sind. Und ich hoffe, dass wir darüber dann am Ende auch einen regulatorischen Rahmen bekommen, der innerhalb der Europäischen Union und damit weltweit Ausstrahlung eben auch diese Klimafragen bei der KI hat. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher heute, und das kann ich als jemand sagen, der jetzt auch viel mit diesen Verbraucherthemen unterwegs ist, die Menschen wollen nicht Anwendungen haben, wo sie genau wissen, das ist am Ende für das Klima schädlich. Ja, also die Frage, sich selbst sozusagen ökologisch nachhaltig zu verhalten, einen nachhaltigen Lebensstil zu pflegen, ist ganz elementar und auch für viele Menschen, die gerade diese Anwendungen auch nutzen. Und deswegen, glaube ich, gibt es da auch einen zivilgesellschaftlichen Druck, aus der Verbraucherperspektive einen Druck, auch hier Transparenz zu schaffen, damit eben dann auch klar ist, wo KI drin ist, wie nachhaltig ist es, wie ressourcenintensiv ist es, damit auch Verbraucherinnen und Verbraucher handeln können. Und das kann am Ende auch ein Wettbewerbsvorteil sein für diejenigen, die diese Anwendungen an den Markt bringen.
So, wir haben jetzt etwas zum Thema Regulierung gehört. Ich würde sehr gerne noch mal etwas stärker einsteigen in den EU-IA, AI Act. Für diejenigen, die hier im Raum vielleicht noch nicht davon gehört haben oder gar nicht die aktuellen Entwicklungen verfolgen, könnten Sie uns einmal auf den aktuellen Stand der Dinge holen? Wo befinden wir uns eigentlich in dieser Entwicklung? Ich kann es gerne versuchen und ja. Chris Kühn kann das gerne ergänzen. Also letztendlich muss man, glaube ich, immer noch mal wieder im Kopf haben, dass wir gerade einer Entwicklung folgen, die nicht erst gestern angefangen hat, sondern es gibt jetzt seit 10 Jahren eigentlich eine Diskussion über die Frage, wie kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz und von maschinellem Lernen auch reguliert werden? Wo sind da die besten Regulierungsansätze? Und in dieser Debatte hat sich durchgesetzt, dass der beste Regulierungsansatz eben auch der ist, der ein Stück weit daran ansetzt, wo ist auch das Risiko des Einsatzes von Technologie besonders hoch. Das heißt nicht, dass nur da dann Regulierung gilt, aber dass dann abgestuft danach sozusagen, welche Risiken sind sichtbar, dann auch unterschiedliche Niveaus an Regulierung einsetzt. Und das gilt für die Dokumentation dessen, was da gemacht wird. Das gilt für damit eben auch die Transparenz, die Nachvollziehbarkeit auch des Energieverbrauchs zum Beispiel, für Kosten-Nutzen-Analysen, die durchgeführt werden müssen. Und sicherlich auch für die Frage, wie weit muss eben geschaut werden, dass man möglichst auch offene Standards nutzt und Open Source einsetzt. Diese Diskussionen finden statt. Und natürlich auch die Frage von Haftung, die dann irgendwann im Raum steht. Und man muss aber sich immer wieder vor Augen halten, das ist ja keine Sache, die jetzt sozusagen komplett neu ist, sondern es sind einfach Systeme, die sehr komplex sind und deswegen braucht es da zusätzliche Regeln. Trotzdem gelten auch alle möglichen anderen Regeln noch weiterhin. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Und die kommen eben bei diesen Systemen auch mit rein. Das heißt, es ist nicht so, dass KI im Moment jetzt komplett unreguliert ist, aber gerade eben für die Frage, wie kann man auch die bestehenden Regeln besser durchsetzen, braucht es eben zusätzliche Safeguards, um insbesondere Transparenz auch für Watchdogs aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch für Behörden besser sicherzustellen, damit die dann im Zweifel auch eingreifen können an bestimmten Punkten und sagen können, hier wollen wir die Durchsetzung von Regeln erreichen oder hier braucht es vielleicht auch neue Regeln. Also es steht letztendlich auch für die Sicherung von Demokratie und Rechtsstaat in diesem Raum. Was mich direkt zur nächsten Frage bringt, nämlich wie kann und vor allem sollte sich die Zivilgesellschaft in diesen Regulierungsvorhaben auch einbringen? Also es ist halt definitiv die Möglichkeit als Zivilgesellschaft, vor allen Dingen diejenigen Akteure, die sozusagen beauftragt sind für Verbraucherinnen und Verbraucher oder für andere BürgerrechtlerInnen zum Beispiel, auch zu überprüfen, wie steht es eigentlich um die Interessen von Verbraucherinnen oder Bürgerinnen im Kontext von solchen komplexen Anwendungen, da reinzugehen und auch mal zu überprüfen, was da überhaupt stattfindet. Und das wird einfach unglaublich schwierig. Man muss sagen, sozusagen in der Entwicklung von diesen Technologien wird es selbst für diejenigen, die diese Anwendungen programmiert haben, irgendwann schwierig selber noch nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert. Das heißt, es braucht Safeguards, Transparenz, Dokumentationspflichten, die eben sicherstellen, dass die Zivilgesellschaft diese Rolle auch weiter wahrnehmen kann. Aber wichtig ist eben auch festzustellen, dass ist nicht der einzige Anker der Sicherheit. Das ist ja eben auch genannt worden, die Frage eben tatsächlich von Regulierung, die dann auch durchgesetzt wird durch Behörden oder Gerichte, spielt eben auch eine große Rolle. Ich würde sehr gerne auch jetzt schon mal den Blick ins Publikum werfen. Falls es eine Frage aus dem Publikum gibt, besteht die Möglichkeit, es gibt auch ein Mikrofon, das jetzt direkt gereicht wird. Der Herr hier vorne, sehr gerne einmal vorstellen. Ja, hallo, Martin Zisilski. Ich beschäftige mich auch schon eine Weile mit dem Thema. Ich finde, also die Betrachtung finde ich gerade noch ein bisschen so frisch auf ihre Art. Nur mal als Beispiel, weil Sie haben ja auch den Ressourcenverbrauch angesprochen und wir alle wissen, dass die Firmen, die dahinter sind, halt kapitalistische Wachstumslogiken haben und auch die Technologien, die da hochgefahren werden, haben gerade eine unglaubliche Dynamik, exponentiell. Und was Sie gerade besprechen, ist so nett, so, ja, wie wollen Sie auf diese Dynamiken eingehen? Also Es trifft immer noch nicht den Kern dessen, also um es auf den Punkt zu bringen, die Dynamiken, glaube ich, sind so, dass das, was gerade passiert, irgendwann nur mit KI selbst in den Griff bekommen werden kann, haben Sie ja selber gesagt, die Datenmengen und so weiter. Das heißt, wir werden KI auf KI ansetzen müssen. Jetzt habe ich gerade am Sonntag gelesen bei der FAZ, KI kann lügen.
oder lernt es gerade zu lügen. Das heißt, wenn Sie dann KI fragen, liebe KI, verbrauchst du zu viel Energie? Was sagt denn die KI, wenn sie Energie braucht, um zu wachsen? Ja, also mal ganz ehrlich, also da sind Dynamiken, glaube ich, im Spiel, die wir noch gar nicht ansatzweise begreifen. Und wir versuchen sie noch mit Handwerkszeug in den Griff zu kriegen, was im Industriezeitalter vielleicht funktioniert hat. Das heißt, wie bringen Sie frische, neue, vielleicht irritierende Logiken in Ihren Umgang mit dieser Thematik? Das klingt mir alles noch sehr altbacken. Vielen Dank für diese Frage. Möchte jemand darauf reagieren an dieser Stelle? Also ich würde vielleicht versuchen, zwei Dinge da zu beantworten. Einmal glaube ich, dass wir technologischen Fortschritt brauchen, um überhaupt unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und die KI ist eine Technologie, die wir brauchen, auch um diese Nachhaltigkeitsziele am Ende hinzubekommen und uns auch auf veränderte Lebensbedingungen einzustellen. Und da glaube ich wirklich, dass wir deswegen nicht so verzagt an diese Technologien herangehen sollten, sondern auch die Chancen, die da drin stecken, wirklich auch sehen. Und wenn man mit den Forscherinnen und Forschern spricht, die sich zum Beispiel zu der Frage KI und Landwirtschaft beschäftigen, ja, dann ist es eben auch eine große Chance, wegzukommen von diesen riesigen Maschinen, sozusagen der Einheitslandwirtschaft hin zu einer vielfältigen Landwirtschaft am Ende auch die Möglichkeiten zu bieten und damit dann auch im industriellen Maßstab Landwirtschaft anders zu denken und damit wirklich Nachhaltigkeit in die Fläche zu bringen und Biodiversität zu schützen und anderes. Ich glaube, da stecken ganz große Chancen drin. So, auf der einen Seite brauchen wir deswegen auch natürlich dann auch diese, ich sag mal, Kapitalkräfte, die das dann in die Fläche bringen. Ich denke, das ist nicht anders möglich. Und ich glaube auch, dass wir aus diesem, ich sag mal, in dieser Krise, in der wir stecken, unserer ökologischen Grundlagen, auch nicht rauskommen, indem wir sagen, alles, was Konzerne, was Wirtschaft, was sozusagen große Technologie voranbringt, ist jetzt falsch, der falsche Weg. Das wäre nicht meiner und ich glaube, deswegen ist es schon richtig, dass wir diese brauchen. Aber wir müssen am Ende natürlich schauen, dass wir nicht diese negativen Effekte erzielen, auch die sie Richtung Demokratie bestimmt haben, also ein Stück weit, dass der Mensch sozusagen am Ende nicht mehr selbst entscheiden kann. Und das kann aus meiner Sicht nur gelingen, wenn wir Transparenzanforderungen setzen, wenn wir Dokumentationspflichten haben, wenn wir die Trainingsdaten veröffentlichen, wenn am Ende die Zugänge klar sind, wenn es Risikomaßnahmen gibt, wenn am Ende auch über Zwischenfälle oder schwerwiegende Zwischenfälle, zum Beispiel bei Hassrede oder anderem, ja, wenn es da um KI-Modelle geht und anderen, auch da Dokumentation und Veröffentlichungspflichten gibt, damit eben auch klar ist, dass es ein Diskurs dazu entsteht in der Gesellschaft und anderen werden wir nicht schaffen. Und ich glaube, KI ist ein wichtiges Tool, aber natürlich nur eines von vielen und es wird auch Gesellschaft nicht völlig umwälzen, aber es wird Gesellschaft verändern und ich glaube, da muss man einfach dann über Transparenzpflichten es gelingen. Und ich denke, das ist schon sehr viel, was die EU gerade macht, wenn ich auf diesen Globus Chance schaue, ja, bei diesen Themen. Und ich glaube, damit kann es gelingen, auch eine KI zu entwickeln, die ja zum Vorsorgeprinzip passt, zu demokratischen Prinzipien passt. Und Sie, Herr Albrecht, sind ja darauf schon eingegangen, auch in Ihren Eröffnungsworten, auf die ungewollten Entwicklungen und auf die konzentrierten Marktmächte sowie die notwendigen Feinjustierungen, die dann tatsächlich in gewissen Unternehmen konzentriert einfach vorhanden sind in deren Kompetenzen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Regulierungen ja im Grunde dagegen auch vorgehen möchte und eben, dass nochmal mehr Transparenz auch geschaffen wird. Vielleicht möchten Sie trotzdem noch ein, zwei Sachen hinzufügen zu dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben. Ja, ich will vor allen Dingen sagen, Lügen und Manipulieren ist ja jetzt auch nicht erst mit der KI entstanden. Also damit muss die Gesellschaft auch schon vorher umgegangen sein. Und natürlich ist es wichtig, sich als Gesellschaft darauf auszurichten, KI eben nicht sozusagen jetzt schön zu reden oder als neutrales Tool allein erstmal zu betrachten, sondern sich immer darüber im Klaren zu sein, welche Biases oder welche Schwierigkeiten eben mit einer Entwicklung kommen können. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass mit der Transparenz, die wir sozusagen regulierend erzeugen, sowohl die Wahrnehmung und das Lernen der Gesellschaft für die Probleme und für die Risiken erhöht wird, als auch die Möglichkeit für regulierende Akteure einzuschreiten und Regeln durchzusetzen, auch existierende, wie zum Beispiel das Wettbewerbs- oder Kartellrecht besser durchzusetzen und so weiter, dass das eine wichtige Rolle spielen wird. Also ich glaube,
Sie unterschätzen auch so ein bisschen tatsächlich die Tiefe, die diese Regulierung mittlerweile genommen hat. Also ich würde sagen, dass wir schon davon ausgehen können, wir sind ein großes Stück vorangekommen, aber das heißt nicht, dass wir sozusagen schon an dem Punkt angekommen sind als Gesellschaft oder auch als Staat, Politik, dass den vollen Umfang der notwendigen Regulierung schon abgeschlossen zu haben. Sagen wir es mal so, das wird weitergehen. Und damit kommen wir tatsächlich auch zum Schluss von diesem Bühnengespräch. Die Zeit ist relativ knapp bemessen, wie eingangs gesagt. Ich würde mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Herr Parlamentarischer Staatssekretär Kühn, bedanken und natürlich auch bei Ihnen, Jan-Philipp Albrecht. Dankeschön. So. In noch nicht mal einer Stunde haben wir jetzt schon relativ viele wichtige Themenfelder ansprechen können und führen das jetzt über den ganzen Tag auch weiter aus. Bevor ich einmal das Programm vorstelle, würde ich an dieser Stelle mich noch einmal ganz kurz vorstellen, weil das doch am Anfang relativ schnell war. Jolanda Rother ist mein Name. Ich bin Moderatorin, Speakerin und auch Mitgründerin von einem Beratungsunternehmen für Diversität. Das trägt den Namen The Impact Company. Und mich interessieren alle Themen rund um die digitale Gesellschaft, Nachhaltigkeit, Diversity, Vielfalt und unsere Menschlichkeit. Und ich habe schon relativ viel mit dem Thema KI zu tun gehabt in den letzten Jahren und trotzdem kommen auch immer wieder neue Entwicklungen hinzu und ich freue mich, dass ich hier heute in der Rolle als Moderatorin Fragen stellen darf mit sehr fachkundigen Personen. Und ich freue mich natürlich, dass Sie alle hier auch und ihr alle hier auch in dem Raum seid, damit wir uns gemeinsam wirklich tiefer auseinandersetzen können, wie wir mit der Zukunft von unserem Planeten umgehen und natürlich auch mit diesen Fragen, insbesondere auf den Blick, mit dem Blick auf KI und Basismodelle. Wir werden uns nämlich mit diesem Thema noch in den nächsten Jahren beschäftigen. Das haben wir ja auch gerade schon gehört. Es ist ein zentrales Thema, was unsere Gesellschaft sehr bewegen wird. Im Ankündigungstext der Veranstaltung geht es eben um dieses zentrale Spannungsverhältnis zwischen KI, insbesondere Foundation Models, und deren Nutzen bzw. Schaden für die Nachhaltigkeit und auch vor allem, inwieweit Regulierungen eingreifen können. Uns geht es aber in dieser Veranstaltung definitiv nicht nur um Regulierungen, sondern wir möchten uns ganz grundsätzlich einfach darüber unterhalten und besprechen, wo steuern wir eigentlich hin, reden wir über nachhaltige KI oder KI für Nachhaltigkeit und vieles mehr. Ich möchte Sie alle auffordern, diesen Raum wirklich zu nutzen als eine Art Safe Space, sich neugierig zu begegnen und wirklich auch einen argumentativen Austausch zu suchen, dem Widerspruch gegebenenfalls auch standzuhalten und dafür sich auch gerne was Neues mitzunehmen. Wir sind gestartet mit einer Auseinandersetzung zur politischen Relevanz von Foundation Models und jetzt legen wir den Fokus auf die gesellschaftliche Relevanz von Foundation Models und den Zusammenhängen zu Aspekten der Nachhaltigkeit. Es folgt gleich eine Keynote, die ganz besonders darauf eingehen wird. Dann folgt ein Streitgespräch zu den Vor- und Nachteilen von Foundation Models hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien. Und am Mittag und am Nachmittag gehen wir dann in Vertiefungen einzelner Teilaspekte. Da gibt es auch sogenannte interaktive Foren, das sind Beteiligungsformate, dazu allerdings dann etwas später mehr. Ganz zum Schluss führen dann auch Pitches die Ergebnisse aus dem Vertiefungsteil zusammen und wir werden dann eine abschließende Diskussion haben, wo es eben um Lösungsansätze geht. Also wir wollen auch, dass Sie alle heute mit ganz konkreten Takeaways nach Hause gehen können. So, without further ado, freue ich mich jetzt unsere Keynote-Rednerin auf die virtuelle Bühne zu bitten. Es geht um das Thema, was haben Basismodelle mit Nachhaltigkeit zu tun? Und wir sehen Sie hier, Professor Nathalie Hellberger ist Distinguished University Professor für Recht und digitale Technologie mit besonderem Schwerpunkt auf KI an der Universität von Amsterdam. Wir freuen uns sehr, Frau Hellberger, dass Sie uns heute
heute beiwohnen, auch wenn es virtuell ist. Und ja, ich übergebe damit an Sie. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, heute zu Ihnen zu sprechen, und herzlichen Gruß von Amsterdam nach Berlin. Und ich bin besonders froh, hier sein zu dürfen, weil die Themen, die wir heute besprechen, sehr dicht an meinem Herzen, meiner Forschung sind. Und viele von den Stichworten sind mir schon geliefert, wofür vielen herzlichen Dank. Ich teile jetzt meinen Schirm. Sie merken, dass ich mit einem leichten Akzent spreche. Es ist schon sehr lange her, dass ich Deutsch gesprochen habe. Ich tue mein Bestes. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Ich nehme an, dass mein Schirm ist sichtbar. Dann lassen Sie uns beginnen. Was haben Basismodelle mit Nachhaltigkeit zu tun? Und was haben Basismodelle mit dem KI-Gesetz zu tun, das jetzt auch schon erwähnt worden ist? Und das ist das Thema, zu dem ich heute gerne mit Ihnen sprechen und überlegen würde. Wenn wir Nachhaltigkeit hören, dann denken wir wahrscheinlich sofort an ökologische Nachhaltigkeit. Und die Frage, wie Basismodelle zur ökologischen Nachhaltigkeit beitragen können, aber halt auch einen ökologischen Fußabdruck haben. Und ich glaube, es ist sehr wichtig festzustellen, dass der Beitrag auch positiv sein kann und dass da viele Chancen liegen. Denken Sie nur an den Einsatz von Basismodellen zur Analyse von komplexen Umweltdaten, zur Modellierung des Klimas, zum Verständnis und zur Vorhersage von Auswirkungen des Klimawandels auf Ökosysteme oder zur Ermittlung von Mustern und Trends in Tierpopulationen. Es gibt sehr viele verschiedene Forschungsprojekte auch, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Andererseits, und das haben wir schon gehört, können Basismodelle auch ernsthafte negative Auswirkungen auf die ökologische Nachhaltigkeit haben. Wenn Sie zu dem Thema im Internet forschen, dann werden Sie viel Diskussion über den ökologischen Fußabdruck auch gerade von Generative AI, Basismodellen hören. Und so Bemerkungen wie das Training einer NLP-Pipeline kostet 35 Tonnen Kohlendioxid, was ein bisschen das Äquivalent ist des Doppelten eines Jahresverbrauchs eines durchschnittlichen Bürgers, oder dass eine ChatGPT-Fragesession ungefähr eine halbe Flasche Wasser kostet. Das sind so Versuche, um einen Griff zu kriegen auf die Frage, wie groß ist denn der ökologische Fußprint? Und das sind alles Schätzungen, auch wegen der Schwierigkeit und tatsächlich dem Fehlen an Transparenz, um genauere Angaben zu machen. Und ich glaube auch, dass später heute mehr auf dieses Thema eingegangen wird. Nachhaltigkeit kann sich aber auch auf andere Formen der Nachhaltigkeit beziehen. Zum Beispiel, wie in der Einführung schon genannt, gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Wir haben zum Beispiel gerade eine empirische Studie über die zu erwartenden Auswirkungen von Chatbots auf die Gesellschaft lanciert. Und einer der am häufigsten geäußerten Bedenken von Bürgern in unserer Studie über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Basismodellen waren zum Beispiel Bedenken über den Verlust von Arbeitsplätzen, aber auch über den Verlust von menschlichen Fähigkeiten, Kreativität, Menschlichkeit. Vielleicht weniger häufig diskutiert, aber nicht weniger wichtig, welche Auswirkungen haben Basismodelle auf die Nachhaltigkeit von Institutionen? Denken Sie Justiz, den öffentlichen Bereich, aber zum Beispiel auch die Medien. Aspekte, die sehr eng auch mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit verbunden sein können. In einem recenten Report des Journalism-Projekts in London wurde festgestellt, KI wird die Nachrichtenindustrie und die Medienindustrie durch vermehrte Personalisierung, multimediale Nachrichtengenerierung und erhöhte Produktivität verändern. Aber zum Beispiel kleine Medienunternehmen, die diesen digitalen Wandel nicht bewältigen können, werden vielleicht nicht in der Lage sein, mitzuhalten und nachhaltig operieren zu können.
Auf der anderen Seite bieten auch hier Basismodelle natürlich auch Chancen für Institutionen, so wie die Medien. Und wir sehen sehr viele Experimente, auch in den Medien, wie man KI gebrauchen kann, um besser zu informieren, ein breiteres Publikum zu erreichen und auch Sachen wie Desinformation an die Banden zu legen. Und schließlich, was wir nicht oft hören, was aber, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist gesetzgeberische Nachhaltigkeit. Das heißt, die Fähigkeit von Regulierern, Regulierungsbehörden, dauerhaft praktikable Steuerungsrahmen zu schaffen, was eine große Herausforderung ist, gesehen, wie schnell die dynamischen Entwicklungen sind, das hohe Maß an Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit, mit dem wir zu tun haben, und auch die Komplexität der Wertschöpfungskette, die auch schon genannt worden ist. Und Basismodelle sind in dieser Hinsicht ein sehr eindrucksvolles Vorbild. Wenn wir also über die verschiedenen Konzepte der Nachhaltigkeit reden, was sind denn dann die konkreten Folgen für die verschiedenen Formen von Nachhaltigkeit, von Basismodellen? Und ich glaube, dass wir da eine allgemeine Kategorisierung machen können in extraktive Praktiken und systemische Auswirkungen. Extraktive Praktiken, generationsübergreifende Basismodelle sind sehr ressourcenintensiv. Wir haben es also schon gehört. Es wurde bereits kurz über die Belastung des Planeten, der Menge an Wasser und Energie und natürlichen Ressourcen gesprochen. Aber denken Sie halt auch an die erheblichen Mengen an Daten, an Computerressourcen, an Fachwissen, die nötig sind. Man hört sehr viel über die Tatsache, dass diese Modelle selbstlernend sind, als ob sie magisch, automatisch sich selbst bauen. Aber in Wirklichkeit erfordern sie eine unglaubliche Menge menschlicher Arbeit. Zum Beispiel bei der Erstellung der Inhalte, die geflossen werden in das Trainieren dieser Modelle. Im Moment lesen wir in Zeitungen über verschiedene Urheberrechtsklagen, zum Beispiel am prominentesten gerade in New York Times gegen OpenAI, und bedenken, dass durch die Verwendung von Inhalte der Medien ohne Erlaubnis zu kommerziellen Zwecken unehrliche Konkurrenzverhältnisse entstehen. Aber denken wir auch an all die einzelnen Urheber, die nicht die Verhandlungsmacht einer New York Times haben. Weniger sichtbar, aber nicht weniger wichtig ist die menschliche Arbeit, die für die Datenbereinigung, die Beseitigung von Fehlern, das Content Moderation erforderlich sind, um dafür zu sorgen, dass die Inhalte, die wir schließlich zu sehen bekommen, auch sicher sind. Die Anthropologin Mary Gray bezeichnet die Arbeiter, die das möglich machen, als Geisterarbeiter, weil sie weitgehend unsichtbar bleiben. Ebenso wie ihre Arbeitsbedingungen, die oft horrend sind, unterbezahlt, kein soziales Absicherungssystem, keine Gesundheitsversorgung, extrem psychologische Belastung, oft in Ländern der dritten Welt. Und Williams, Michelli und Gebru schreiben, Crowdworkers sind wie die Maschinen, die ihnen oft hochgradig repetitive Aufgaben vorschreiben, ihre Bewegung überwachen und Abweichungen durch automatisierte Werkzeuge bestrafen. Und letztlich tragen wir alle zum Training dieser Modelle bei. Bislang ist wenig Transparenz darüber, was genau wir beitragen. Potenziell das gesamte öffentliche Internet geht in das Training von OpenAI ChatGPT, einschließlich der Inhalte der sozialen Medien, auf denen wir schreiben, Blogs und unsere persönlichen Daten. Was auch einer der Gründe ist, warum im April letzten Jahres die italienische Regulierungsbehörde vor ein paar Wochen ChatGPT verboten hat, wegen der unrechtmäßigen Nutzung persönlicher Daten. Und dann ist da der globale Wettlauf um Aufmerksamkeit als eine knappe Ressource des digitalen Zeitalters. Bing hat GenAI bereits in seine Suchmaschine integriert und OpenAI hat angekündigt, Nutzern zum Beispiel auch Zugang zu Echtzeit-Nachrichtenberichten aus der ganzen Welt zu geben. Und damit konkurrieren diese Systeme auch direkt um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Und dann relatiert daran ist Besorgtheit über die systemischen Auswirkungen von Basismodellen, zum Beispiel auf den öffentlichen Raum. Schätzung nach werden große Teile des Internets synthetisch sein. Durch die erhebliche Senkung des Schwellenwerts für die Produktion und Verbreitung hochwertiger Desinformation und gefälschter politischen Botschaften. Und deswegen machen sich Akademiker und Politiker im Moment Sorgen über die Beeinträchtigung des Vertrauens in Institutionen wie die Medien, die Öffentlichkeit oder die Politik. Andere systemische Auswirkungen betreffen Auswirkungen auf die Arbeit, genannt, aber auch die Nachhaltigkeit menschlicher Beziehungen.
In einer anderen aktuellen Studie haben wir Menschen gefragt, wie sie sich denn ihre Zukunft mit persönlichen Chatbots vorstellen. Es war interessant zu sehen, dass viele sich erhebliche Vorteile im Bereich wie Selbstentfaltung, Selbstverbesserung und Wohlbefinden erwarten. Aber die Mehrheit erwartet eben auch, dass das langfristig auf Kosten der zwischenmenschlichen Beziehungen geht und die wachsende Abhängigkeit von Technologiebetrieben. Das sind alles Signale, die auch für die Politik und die Wissenschaft wichtig sind, um herausfinden zu können, was für Interventionen wir machen können, um sowas zu verkommen. Es ist eben im ersten Gespräch angedeutet worden, die Komplexität der Wertschöpfungskette. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu realisieren. Ian Brown in einem Report von der Ada Lovelace Institute in London hat das sehr deutlich gesagt. Die Entwicklung eines Systems der künstlichen Intelligenz ist eine Gemeinschaftsarbeit, an der viele Akteure und Wissensquellen beteiligt sind. Unabhängig davon, ob es sich um ein einfaches oder komplexes System handelt, das intern oder von externen Entwicklern entwickelt wird, stützen sich KI-Systeme häufig auf komplexe Lieferketten, an denen jeweils ein Netz von Akteuren beteiligt ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wie wir gleich sehen werden, wenn wir auch über Regulierung sprechen. Dass KI noch nicht allein mal die Entwicklung der Modelle ist, aber anfängt bei der Infrastruktur, weitergeht über die Aggregierung und Bereinigung und Beschaffung von Daten zu halt der Nutzung in sehr vielen verschiedenen Sektoren und schließlich die Art, wie auch Endnutzer damit umgehen. Und damit kommen wir zum europäischen KI-Gesetz, das einigen von Ihnen vielleicht gefolgt haben. Kurz vor den Weihnachtsferien ist ein politisches Agreement erreicht über dieses KI-Gesetz und mittlerweile haben wir auch eine erste konsolidierte Version, wie das vielleicht aussehen könnte. Und das KI-Gesetz ist Teil einer zentralen europäischen KI-Strategie, um halt die Entwicklung von KI zu messen an der Entwicklung von ehrgeizigen globalen Normen. Das Ziel der Verordnung ist es, das Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern, aber halt auch ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit, der Sicherheit, der Grundrechte einschließlich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie des Umweltschutzes zu erreichen. Umweltschutz ist damit deutlich Teil der Zielbestimmung des Gesetzes. Und das Gesetz, ich sage es hier nur ganz kurz, hat ein sehr breites Anwendungsgebiet, wodurch die Tatsache, dass KI-Systeme halt eben sehr breit definiert sind, als maschinengestützte Systeme, die so konzipiert sind, dass sie mit einem unterschiedlichen Grad an Autonomie operieren können und die Anpassungsfähigkeiten zeigen und damit Ergebnisse wie Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen generieren können. Maximum Harmonisation bedeutet, dass das KI-Gesetz die Regelung in Europa vorgeben wird und alles, was in dem Gesetz geregelt ist, da ist relativ wenig Spielraum für die Mitgliedstaaten davon abzuweichen oder zusätzlich zu regulieren. Extraterritoriale Wirkung heißt, und das ist wichtig, dass dieses Gesetz auch für nicht-europäische Betriebe gelten wird, die ihre Dienste und Technologie hier in Europa anbinden. Und was das KI-Gesetz vielleicht am besten charakterisiert, ist dieser risikoorientierte Ansatz. Der zu unterscheiden ist von einem wertegetriebenen Ansatz. Ein wertegetriebener Ansatz würde sagen, wir haben Werte wie Gesellschaft, Demokratie, Umweltschutz. Wie können wir die optimalen Incentives setzen, um die zu realisieren oder Verpflichtungen setzen? Das KI-Gesetz nimmt einen anderen Ansatz, einen risikobasierten Ansatz und es definiert verschiedene Risikostufen. Es gibt versteckt unakzeptable Praktiken wie Social Scoring, bestimmte Arten der Gesichtserkennung, die verboten werden sein in Europa. Dann gibt es eine Kategorie von hohem Risiko, wie zum Beispiel den Gebrauch von KI in der Justiz, in Universitäten, in Immigration. Da gelten strenge Anforderungen. Und wie auch Sie sehen, die größten Teile von KI bleiben relativ unreguliert und wenig reguliert. Es gibt gewisse Transparenzvorschriften, zum Beispiel vor Chatbots und Deepfakes, so
Generative AI, ne, von Basismodelle. Und alle anderen Systeme werden in der minimalen Riskkategorie zu finden sein, wo wir auf Selbstregulierung setzen. Und dann kamen halt die Basismodelle. Das Gesetz war relativ weit und dann hat ein bisschen länger als einem Jahr gelegen, OpenAI ChatGPT lanciert und die Frage kam, was müssen wir mit den Basismodellen? Das große Problem hier war, dass Basismodelle anders als normale KI oder traditionelle KI-Anwendungen halt keinen vordefinierten Zweck haben. Sie können für sehr viel verschiedene Aufgaben gebrauchen worden. Und das hat verschiedene Herausforderungen, zum Beispiel die Machbarkeit, diese Einteilung von Basismodellen in diese Kategorien von hohem, niedrigem Risiko, weil sie halt noch nicht vorhersehen können, in welcher Kategorie die Systeme gebraucht werden. Die Unvorhersehbarkeit zünftiger Risiken. Im Moment wird ChatGPT, OpenAI durch 180 Millionen Gebraucher gebraucht auf völlig unterschiedliche Arten. Es ist sehr schwierig vorzusehen, wie sich das entwickelt wird. Und in der Tat die Aufteilung der Verantwortung in der Wertschöpfungskette. Es waren spannende Unterhandlungen. Was ist rausgekommen? Ein abgestufter Ansatz, wie auch schon angedeutet worden ist. Darin müssen alle Basismodelle transparent sein. Sie müssen technische Dokumentationen anschaffen, die informieren über bestimmte Parameter des Modells, wie das Modell getrennt wird, urheberrechtlich geschützte Inhalte und in der Tat auch Energieverbrauch. Und dann gibt es diese Kategorie vom Basismodell mit einem hohen High Impact, mit einem größeren Risiko für die Gesellschaft, für die Nachhaltigkeit. Die müssen ihre Modelle testen, die müssen auch systematische Risikobewertungen durchführen und Minderungen, vergleichbar wie sie jetzt schon für Plattformen im Digital Services Act gelten, müssen transparent sein über Umweltstandards und technische Standards. Was auch heißt, dass im Moment nur die allergrößten Modelle Nachhaltigkeit im Rahmen von zum Beispiel einer Risikoanalyse berücksichtigen müssen. Das sind Modelle, die so eine große Rechenleistung und so eine große Anzahl der gesellschaftlichen Nutzer haben, dass die halt durch die Kommission in diese High-Impact-Kategorie eingestuft werden. Im Moment ist mir kein europäisches Modell bewusst, das in diese Kategorie reinfallen würde. Der Verbraucher hat unter dem AI Act vor allem Transparenz. Entwickler müssen sicherstellen, dass der Output des Modells in maschinenlesbarer Form gekennzeichnet wird und als künstlich erzeugt oder manipuliert erkannt werden kann. Und Anwender, denken Sie zum Beispiel an mein Vorbeispiel der Medien, Anwender müssen bei Systemen, die Bild oder Video generieren, offenlegen, dass die Inhalte künstlich erzeugt sind. Und dasselbe gilt auch für Text, mit der Ausnahme von Inhalten, die von Menschen überprüft und der redaktionellen Verantwortung unterliegen. Also transparent, kein Verbot zum Beispiel der Herstellung von Deepfakes oder des Missbrauchs für Desinformation oder undemokratische Zwecke. Wir haben Nutzer gefragt, was denn diese Transparenzbestimmungen für sie signalisieren würden. Eines der Erkenntnisse war, Nutzer wollen wissen, ob Inhalte KI-generiert sind, und zwar immer nicht nur, wenn die Inhalte von Menschen überprüft und der redaktionellen Verantwortung unterliegen. Stärker noch, Nutzer sagen, dass sie sich manipuliert fühlen, wenn das nicht der Fall ist. Die KI-Kennzeichnung kommuniziert nicht die Vertrauenswürdigkeit der Inhalte selbst und warum ist da keine Transparenz über den ökologischen Fußabdruck? Die ökologische Nachhaltigkeit war ursprünglich in der europäischen Version des KI-Gesetzes Teil der gesetzlichen Verpflichtung, oder das war ein Vorschlag, das in die gesetzlichen Verpflichtungen selbst aufzunehmen. Das Parlament wollte die Gestaltung und Entwicklung der Modelle unter der Anwendung der geltenden Normen des Ressourcenverbrauchs, des Abfalls sowie der Steigerung der Energieeffizienz und der Gesamteffizienz in das Gesetz schreiben. Im Endeffekt scheint es so, dass die Nachhaltigkeit
vor allem eine Zielgerade wird, alle Beteiligten, einschließlich der Industrie, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, der Standardisierungsorganisationen, werden aufgefordert, die ethischen Grundsätze bei der Entwicklung freiwillig bewährten Praktiken und Normen zu berücksichtigen. Also keine gesetzliche Verpflichtung mehr. Zum Glück sehen wir Vorbilder von Betrieben, die das seriös nehmen. Erwähne hier ganz kurz den FAST-Risikobewertungsrahmen, zum Beispiel von der Medienorganisation Schibsted, die unter anderem sagen, our AI development must be environmental and social sustainable, und die das auch anwenden, um zum Beispiel ihre KI-Anwendung durchzuleuchten, wie viel Energie die verbrauchen, und auf Basis davon auch schon übergegangen sind, auf andere Modellarten mit ihrer KI umzugehen. Risiko, haben wir gesehen, ist ein großer Aspekt. Die Risikoabschätzung und die gesellschaftliche Nachhaltigkeit wird zentral. Die wichtige Herausforderung ist, wie können wir verschiedene Gruppen in der Gesellschaft hierbei einbeziehen? Und ich glaube, dazu müssen wir an neue Modelle denken und an neue Arten der Risikobewertung. Und wenn Sie sich dafür interessieren, werde ich das gerne in den Q&A berücksichtigen. Ganz kurz zur Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette. Wir hatten sie also schon erwähnt. Wichtig ist hier, sich zu realisieren, dass das KI-Gesetz sich vornehmlich auf die Entwicklung dieser Systeme fokussiert und dadurch nicht so sehr eingeht auf zum Beispiel die Infrastruktur, die Daten oder die Art, wie die Systeme genutzt werden. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir mehr nachdenken müssen. Und ganz zuletzt, wenn wir über KI nachdenken, müssen wir uns auch realisieren, dass die Regulierung nur ein Aspekt der nachhaltigen KI-Steuerung ist. Das hier ist ein Rapport des UN AI Advisory Bodies. Und ich glaube, der macht es sehr schön deutlich, dass die Normen und Gesetze ein Teil ist, aber dass es halt einfach auch sehr wichtig ist, Transparenz zu schaffen und auch halt Kapazität zu schaffen von Leuten, die mit der Transparenz umgehen können. Zivilgesellschaft, Wissenschaftler, die Wichtigkeit von Standardisierungsorganisationen. Regulierung ist nur der erste Schritt. Und das ist ein Thema, das nicht nur relevant für Deutschland ist, sondern auch für die ganze Welt. Und deswegen auch Konversationen mit Gesetzgebungs- und Regelungsinitiativen außerhalb Europa wichtig ist. Fazit: Nachhaltigkeit muss ein zentraler Gesichtspunkt sein. Verschiedene Formen der Nachhaltigkeit. Wir müssen verschiedene Auswirkungen, Extraktionen und systemische Auswirkungen im Auge behalten. Wichtig ist die Langzeitperspektive, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Das KI-Gesetz macht erste Ansätze, aber ist meiner Meinung nach noch lange nicht da. Wir müssen mehr tun an dem Aufbau von Kapazitäten, der wirksamen Integration der Gesellschaft, die Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette und auch nicht nur in Termen von Risikomanagement denken, sondern auch in Termen von der Wertschöpfung. Groß oder klein, es muss grün. Ich danke Ihnen. Toll. Ja, herzlichen Dank an Professor Nathalie Hellberger für diese Keynote, die ja doch auf recht reges Interesse gestoßen ist. Eine Frage direkt vorab: Wird es Ihnen möglich sein, diese Folien für uns alle zugänglich zu machen? Ja, natürlich, sehr gerne. Und dann haben wir Zeit tatsächlich für eine oder maximal zwei ganz kurze Fragen. Es gibt eine Frage dort. Gerne die Hand hochhalten. Darf ich gleich loslegen? Ja. Gitta Lauster vom Umweltbundesamt Digitalisierungsreferat. Herzlichen Dank für Ihre Präsentation und dass Sie sich dieses geleakte Büchlein von 900 Seiten angeschaut haben und herausgestellt haben, dass leider tatsächlich Abstriche gemacht werden bei der Verpflichtung. Und was mich wurmt, ist das Thema, dass die Größe eben eine Rolle spielt. Also wenn du nur sehr groß bist, wirst du reguliert.
Wenn wir also viele kleine Entwickler haben und Entwicklerinnen, die sagen es am Ende, klein sollte auch grün sein, dann ist es tatsächlich sehr schade, dass dieses Zeichen gesetzt wird. Was ich aber besonders wichtig finde, ist, dass wir nicht nur an Regulierung dessen denken, was andere machen, sondern vielleicht auch gucken, dass wir es selber gut und besser machen. Und da ist halt die Frage, wie wir das politisch durchsetzen, welche Hebel wir haben auf die Politik, wenn wir eigene Systeme erarbeiten, diese tatsächlich, und die werden klein sein erstmal, diese tatsächlich auch grün aufzustellen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen können, wie es in den Niederlanden klappt, wie es in anderen Ländern klappt oder in einzelnen EU-Ländern. Ich glaube, wir haben hier in der deutschen Politik mit Aleph Alpha und anderen Anbietern auch tatsächlich einige Herausforderungen noch vor uns. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wollen Sie, dass ich gleich darauf eingehe? Es ist in der Tat so, dass wir im Moment eine ironische Situation haben, dass vor allem große nicht-europäische Betriebe sich systematischer um Nachhaltigkeit Sorgen machen müssen. In den Niederlanden haben wir jetzt eine Initiative GPTNL, wo die niederländische Regierung zusammen mit Forschern und Betrieben ein eigenes Modell trainiert. Wir sind erst ganz am Anfang, aber wir haben gute Hoffnung, dass Nachhaltigkeit ein wichtiger Erwägungsgrund beim Trainieren und beim Erstellen dieses Systems sein wird. Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir haben fast gar keine Zeit mehr für eine zweite Frage. Kann das sein? Ja, es kann sein. Deswegen tut es mir leid, dass wir an dieser Stelle dann das Gespräch beenden. Aber Frau Hallberger, sicherlich kann man mit Ihnen auch Kontakt aufnehmen und in den weiteren Austausch gehen. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Einblick und für Ihre Präsentation. Gerne nochmal Applaus. Und wir machen hier auf der Bühne weiter mit einem Streitgespräch. Und in diesem Streitgespräch geht es eben um das Thema KI-Modell als Start in eine nachhaltigere Zukunft versus komplexe KI-Modelle als Trend, der sich gegen die Nachhaltigkeitsziele entwickelt. Und bevor wir damit einsteigen und ich unsere SpeakerInnen auf die Bühne bitte, würde mich das mal ganz kurz interessieren hier im Publikum, wer denkt denn, dass KI der Start in eine nachhaltige Entwicklung sein könnte? Man darf auch für beides abstimmen. Okay, ich sehe einige Hände, die hochgehen. Und wer denkt, dass es auf jeden Fall total konträr ist zu unseren Nachhaltigkeitszielen? Einmal auch gerne die Hand hoch. Okay, einige haben sich nicht geäußert, kein Problem. Deswegen haben wir dieses Streitgespräch, zu dem ich jetzt unsere fachkundigen DiskutantInnen auf die Bühne bitte. Wir haben einmal David Koch, der die Pro-Seite auch vertreten wird. David Koch ist vom Fraunhofer IPA und dort wissenschaftlicher Mitarbeiter rund um den Einsatz von KI für mehr Nachhaltigkeit. Ganz toll, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank. Gerne hier oder da. Und auf der Kontraseite freue ich mich, dass wir heute Friederike Rode begrüßen dürfen. Friederike ist vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, wissenschaftliche Mitarbeiterin dort, Technologiesoziologin und wird die Kontraseite vertreten. Herzlich willkommen. So, ein Streitgespräch möchte gut vorbereitet sein, deswegen starten wir jeweils mit Eingangsstatements, die 3 Minuten dauern. Ich habe den Blick auf die Uhr, wir starten mit der Pro-Seite. David, das Wort ist deins. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass ich eingeladen wurde zu diesem sehr interessanten Thema. Das haben heute ja schon zahlreiche Speaker gesagt. Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz sind zwei Riesenthemen in der aktuellen öffentlichen Diskussion. Das sieht man, wenn man es mal googelt. Ich habe mir den Spaß mal gemacht, habe mal Nachhaltigkeit gegoogelt und es gibt da in den letzten Jahren so einen richtigen exponentiellen Anstieg, was da die Suchanfragen betrifft. Und das Gleiche gilt auch für das Thema künstliche Intelligenz. Und natürlich sind das, wenn man die beiden Themen zusammen betrachtet, stellt sich die Frage, die ja auch schon andiskutiert wurde, heißt es Nachhaltigkeit durch KI oder nachhaltige KI? Und die richtige Antwort darauf ist natürlich beides. Es gibt viele
Es gibt negative Auswirkungen durch die Nutzung von KI, das ist ja auch schon angesprochen worden und die sind ja nicht wegzudiskutieren. Also der Energiebedarf für zum Training von solchen KI-Modellen, der ist da. Und ja, der ist da, der muss transparent gemacht werden und ich bin aber optimistisch, dass dadurch, dass diese Technologie ja noch relativ am Anfang steht und das auch ökonomische Vorteile bringt, im Moment viel privates und öffentliches Forschungsgeld und Forschungskapazitäten da reingesteckt werden, sowohl die Algorithmen zu verbessern, die dieses Training von den KI-Modellen bewerkstelligen, als auch die Hardware, die ja letztendlich für die Energie, für den Energiebedarf notwendig ist, die den Energiebedarf verursacht, dass die auch immer besser wird und effizienter wird und dadurch der Energiebedarf in Zukunft auch sinken wird, was das angeht. Ja, wie gesagt, die Forschung dazu steht noch am Anfang. Da gibt es viele, viele Aktivitäten und insofern wird der negative Impact von künstlicher Intelligenz sicher sinken. Auf der anderen Seite muss man natürlich den positiven Impact berücksichtigen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten und viele Anwendungsfälle, wo künstliche Intelligenz heute schon zur Optimierung von Nachhaltigkeit, zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch, zur Reduzierung von Energieverbrauch, zur Optimierung von Prozessabläufen verwendet wird. Und da werden auch die Anwendungsmöglichkeiten in Zukunft steigen und insofern werden wir da einen positiven Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen, von Einzelpersonen, von der Gesellschaft insgesamt haben. Die Zeit ist schon rum. Aber vielen Dank erstmal für diese. Vielleicht darf ich einen Satz noch sagen. Vielleicht darf ich einen kurzen Satz noch sagen. Wir haben eine Studie gemacht zum Thema KI und Nachhaltigkeit und haben da auch einen Leitfaden entwickelt für produzierende Unternehmen. Und ein Aspekt in diesem Leitfaden war, und ich mache es ganz kurz, ist, dass man eben das richtige Werkzeug einsetzt und dass man KI einsetzt, wenn es angezeigt ist und dass man das richtige KI-Werkzeug einsetzt, wenn es angezeigt ist. Und und wenn man das tut, dann reduziert man nochmal den Footprint an der Stelle und sorgt dafür, dass es das positive Potenzial dominiert. Vielen Dank für die Pro-Seite. Wir kommen zur Kontra-Seite. Friederike Rode, warum sind komplexe KI-Modelle ein Trend, der sich derzeit konträr zu Nachhaltigkeitszielen setzt? Genau, also ich glaube, um so ein bisschen zu verstehen, warum Basismodelle oder Foundation Models aus Nachhaltigkeitsperspektive problematisch sind, muss man eben auch mal so ein bisschen verstehen, was das eigentlich für Modelle sind. Also grundsätzlich ist es erstmal so, die Technologie, sage ich mal, worauf das basiert, also künstliche neuronale Netze, selbstüberwachtes Lernen, das gab es auch schon vorher. Was aber neu ist, ist, dass es eben diese Modelle eben für sehr, sehr unterschiedliche Dinge eingesetzt werden können. Und sie können eben auch für Dinge eingesetzt werden, für die sie beispielsweise nicht explizit trainiert wurden. Und der zweite Aspekt, der neu ist, ist die Größe. Also diese Modelle sind einfach sehr, sehr, sehr groß. Also wenn wir uns beispielsweise GPT-3 angucken, das hat 175 Milliarden Parameter. Also das ist einfach ein wahnsinnig großes Modell. Und diese Größe führt natürlich auch zu problematischen Dingen aus einer Nachhaltigkeitssicht. Und das sind eben Dinge, die man sich angucken muss, wenn man sich die Frage stellt, wie nachhaltig kann das eigentlich am Ende sein? Und was eben auch schon angesprochen wurde ja gerade in der Keynote, ist so ein bisschen die Frage des Lebenszyklus. Also dieser ganze Lebenszyklus und die gesellschaftliche Einbettung dieser Modelle, das sind eben Dinge, die eine sehr, sehr wichtige Rolle haben bei der Frage, wie nachhaltig kann eine solche Technologie eigentlich sein. Und ich möchte da mal auf drei Aspekte eingehen. Das eine Thema ist das Thema soziale Ungleichheit. Das spielt wohl am Anfang des Lebenszyklus eine Rolle, also wenn eben Menschen unter sehr unwürdigen Bedingungen für 2 Euro die Stunde Daten labeln, häufig im globalen Süden, aber eben auch am Ende des Lebenszyklus. Also wenn eben Modelle, die schlecht erprobt sind, eingesetzt oder die unzureichend erprobt sind, eingesetzt werden oder eben die Daten Verzerrungen enthalten, dann werden eben sozusagen beim Einsatz am Ende des Lebenszyklus die betroffenen Menschen diskriminiert. Und
Das steht eben dem sozialen Nachhaltigkeitsziel der menschenwürdigen Lebensbedingungen oder eben der Chancengerechtigkeit sehr stark entgegen. Das Thema Energie- und Ressourcenverbrauch, das wurde ja auch schon angesprochen. Und am Ende, es ist natürlich so, dass wir jetzt gerade zu dem Punkt Training so ein paar Zahlen haben, wo wir wissen, okay, das Training von diesen Modellen ist sehr rechenintensiv. Da wird von über 500 Tonnen CO2-Emissionen gesprochen, zum Beispiel bei GPT-3, je nachdem, ob man jetzt noch die Stromeffizienz des Rechenzentrums mit reinnimmt oder nicht. Aber der Punkt ist, die digitale Infrastruktur ist eben einfach nicht besonders nachhaltig. Und das heißt, selbst wenn wir jetzt sozusagen nicht nur auf das Training gucken, was ja im Grunde im Idealfall dann nur einmal passiert, sondern auch auf die Inferenz, also die Nutzung dieser Modelle, der Punkt ist einfach, wir machen uns abhängig von einer digitalen Infrastruktur, die derzeit einfach nicht besonders nachhaltig ist. Sie verbraucht sehr, sehr viel Energie und Ressourcen, je nachdem, wie die Energie erzeugt wird, natürlich, aber eben auch beispielsweise der Wasserverbrauch. Also es wird geschätzt, dass 169 Liter Wasser ein Google-Rechenzentrum pro Sekunde verbraucht. Und das ist Trinkwasser, was dort verbraucht wird. Und da wundert es einen dann auch nicht, warum in Chile eben dagegen protestiert wird, dass neue Rechenzentren gebaut werden, weil es da natürlich auch eine Wasserknappheit gibt. Drittens sind eben, ein dritter Punkt sind die nachgelagerten Effekte. Also wenn wir uns beispielsweise mal ein Einsatzgebiet angucken, was ja sehr prominent auch, sage ich mal, erforscht und entwickelt wird, dann ist das eben beispielsweise autonom fahrende Autos. Da braucht man halt eben noch bis zu 30 Hardware-Komponenten, eben Sensoren, GPS-Antennen oder eben LiDAR, also Lasertechnologien für Fernerkundung. Und diese ganzen Hardware-Komponenten, die brauchen eben auch Energie und Ressourcen. Und die müssen sozusagen auch erstmal bereitgestellt werden. Und da ist es eben, also da braucht man schon ein sehr ausgefuchstes Narrativ, um dann irgendwie verständlich zu erklären, zu welchem Beitrag der Mobilitätswende das jetzt eigentlich eine Lösung sein soll. Also welches Problem der Mobilitätswende das eigentlich adressiert. Ich würde an dieser Stelle jetzt einschreiten, genau. Denn die Zeit ist um. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wir werden ja jetzt auch tatsächlich in das Gespräch einsteigen. Aber erstmal, genau. Das ist der Applaus gilt, glaube ich, beiden Eingangsstatements. Und wir starten doch direkt auch einfach mit einer spontanen Reaktion gerne auf das Gesagte zur Kontraseite. Ja, das ist natürlich alles nicht falsch. Aber ich würde schon einwenden, dass viele von den Kontraargumenten jetzt kein spezielles Problem der künstlichen Intelligenz sind. Also die Rechenzentrumsinfrastruktur, die nutzen wir für viele andere Sachen, die wir eigentlich heutzutage nicht mehr wegdenken wollen. Und von daher ist das jetzt nicht unbedingt ein Thema, was man auf die Soll-Seite oder die negative Seite von der Anwendung von künstlicher Intelligenz schreiben dürfte. Das gleiche, das Beispiel, was Sie gebracht haben mit der zusätzlichen Sensorik fürs autonome Fahren. Diese Sensorik wird auch verwendet, um die Fahrzeuge, auch wenn sie nicht autonom fahren, viel sicherer zu machen. Und da, glaube ich, ist das ein schwieriger Abwägungsprozess zu sagen, sind jetzt zwei Sensoren mehr oder drei Sensoren mehr, wie rechne ich das auf gegen ein erhöhtes Maß an Verkehrssicherheit, wenn wir uns noch beim Individualverkehr aufhalten, natürlich. Aber ja, also insofern im Prinzip klar, der Energieverbrauch ist da, habe ich auch in meinem Eingangsstatement gesagt, aber jetzt viele von den Kontraargumenten, denke ich, sind jetzt nicht speziell der KI geschuldet. Zwei oder drei Sensoren mehr, macht das nicht so viel aus? Was sagen Sie? Also es ist sicherlich richtig, dass sozusagen ganz viele der Dinge oder auch die digitale Infrastruktur natürlich allgemein Digitalisierungsprozessen zuzuschreiben sind. Aber das Problem, was wir eben haben, ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir zunehmend Modelle maschinellen Lernens einsetzen, dass es halt exponentiell wächst sozusagen. Also wir werden es zukünftig in wesentlich mehr Bereichen einsetzen. Es wird ja über ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien diskutiert, ob das jetzt Bildung ist, ob das Medizin ist, ob das der Finanzsektor ist, ob das die Versicherungswirtschaft ist und so weiter und so weiter. Und der Punkt ist eben einfach, dass diese große Verbreitung dazu führen wird, dass es immer mehr notwendig wird, diese zusätzlichen Technologien auch einzusetzen. Und das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Punkt. Und ich glaube, es wäre einfach wichtig, nochmal so ein bisschen darüber zu
sprechen, was sind denn jetzt eigentlich die Anwendungen, mit denen wir 500 Tonnen CO2 einsparen können, was beispielsweise beim Training sozusagen verursacht würde. Das wäre halt was, wo ich einfach nochmal sagen würde, was ist denn jetzt sozusagen die Anwendung aus ökologischer Perspektive, wo wir jetzt wirklich sagen, die leistet jetzt wirklich einen signifikanten Beitrag zum Klimaschutz. Ja, also ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, die eine Anwendung hier rauszustellen, aber es gibt sicher viele, viele Anwendungen heute schon, die die Nachhaltigkeit von Prozessen, von Vorgängen in der Wirtschaft und für jeden Einzelnen. Wenn ich komme heute Morgen hierher, ich bin, als ich den rausfinden wollte, wie komme ich, welchen Zug nehme ich, das habe ich über mein Handy gemacht, das ist auch am Ende künstliche Intelligenz, die dahinter steht. Das sind einfach Dinge, wo heute für jeden Einzelnen es leichter wird, sich nachhaltig zu verhalten. Die 500 Tonnen, die da jetzt im Raum stehen, was bedeutet das? Wir hatten eben gehört, glaube ich, 35 Tonnen ist ein Einfamilienhaus oder so. Also sind das, weiß ich nicht, sind es 15 Einfamilienhäuser? Ist das, hört sich für mich jetzt im ersten Schritt gar nicht so viel an, wenn man sich überlegt, wie viel tausendfach Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die auf KI beruhen, dann heutzutage schon eingesetzt werden. Direkte Reaktion darauf? Ja, also ich glaube, es ist gar nicht bestreitbar, dass es auch sozusagen Lösungen gibt, die einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Aber was eben ein Punkt ist, ist, dass das eben nur ein Bruchteil aller KI-Wendungen überhaupt sozusagen mit dem Ziel antreten, irgendetwas für die Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist eben ein sehr, sehr großes Problem. Und das ist eben auch ein Argument, sich sozusagen mit der Nachhaltigkeit von KI zu beschäftigen. Also eben nicht, wie können wir das einsetzen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, weil das sind ja nur 1 oder 2% aller KI-Anwendungen, die das überhaupt zum Ziel haben, sondern wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass die Auswirkungen des Lebenszyklus dieser Systeme sozusagen weniger Schäden für die Umwelt und die Menschen erreichen. Und das ist halt also ein wichtiges Argument, um zu sagen, okay, wir müssen eigentlich aus dieser Nachhaltigkeitsperspektive gucken und nicht nur so stark aus einer Anwendungssicht sozusagen. Aber selbst wenn jetzt nur 2% oder von mir aus nur 1% der Anwendungen vor dem Hintergrund entwickelt werden, nachhaltiger zu werden. Die Anwendungen werden ja nicht eingesetzt, weil sie Sachen komplexer machen, sondern weil sie Effizienzgewinne in irgendeiner Form generieren. Sonst würden sie ja sofort wieder verschwinden. Wenn durch den Einsatz von KI die Dinge schwieriger würden, aufwendiger würden, glaube ich nicht, dass wir dieses Gespräch hier überhaupt führen würden. Und deshalb diese Effizienzgewinne, wenn sie richtig bepreist sind am Ende, die sind in sich, bin ich überzeugt von, schon auch ein positiver Effekt für die Nachhaltigkeit der Gesamtgesellschaft. Und gleichzeitig hast du ja auch in deinem Eingangsstatement von den quasi undefinierten Einsätzen und Anwendungen von komplexen KI-Modellen gesprochen, wo es ganz unklar ist, wofür sie alle alles eingesetzt werden können. Das heißt, da ist ja auch auf jeden Fall eine gewisse Diskrepanz vorhanden. Wir haben es ja auch gerade schon vom Publikum aus gehört, es gibt große Bedenken über Entwicklungen, die wir gar nicht richtig steuern können. Und vielleicht könnte Friederike darauf noch mal stärker eingehen, was das genau heißt für auch Nachhaltigkeitsziele und welche Nachhaltigkeitsziele vielleicht auch nicht erreicht werden. Naja, also ich glaube, der Punkt ist einfach, also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Effizienzthema sozusagen eingehen. Also sozusagen der Gedanke, dass wir mit Effizienz sozusagen alle Nachhaltigkeitsziele erreichen können, der ist, glaube ich, ein bisschen problematisch, weil nur weil wir Sachen effizienter machen, heißt es noch lange nicht, dass sie sozusagen am Ende auch nachhaltiger sind. Und es wird der Technologie, und das hängt vielleicht auch jetzt sozusagen mit der zweiten Frage noch mal so ein bisschen zusammen, ne? Also welche Anwendungsszenarien können wir uns vorstellen? Genau, ich glaube, letztendlich sind das unendlich viele und deswegen ist es auch total schwer vorherzusagen, werden wir jetzt diese Technologie dafür einsetzen, irgendwas sozusagen
besser zu machen, als wir es bisher gemacht haben, oder sozusagen verstärkt sie eigentlich nur unser bestehendes sozusagen Wachstumsparadigma? Also natürlich sind beide Wege möglich und denkbar. So, ne? Und aus meiner Sicht ist sozusagen Effizienz vielleicht nicht unbedingt der Weg zu sagen, ja, damit könnte man eventuell bestehende Arten und Weisen oder bestehende Praktiken, Dinge zu tun, verändern, sondern tatsächlich geht es ja eigentlich darum zu gucken, okay, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, das so einzusetzen, dass sich eben auch wirklich Dinge verändern, weil häufig ist das eben nicht der Fall. Also einfach nur zu sagen, wir machen Dinge effizienter, das ist halt nicht transformativ sozusagen. Ne? Also das bedeutet ja nicht eine grundlegende Veränderung sozusagen der Strukturen beispielsweise oder der Arten, wie wir Dinge machen. Und das führt eben einfach dann häufig dazu, dass es am Ende dann eben doch nicht nachhaltiger ist, was wir tun, und dass halt eben bestimmte Nachhaltigkeitsziele dann eben damit nicht erreicht werden. Ja, dem würde ich gar nicht widersprechen. Aber die Frage, ob wir andere Dinge tun in Zukunft oder ob wir Dinge, die wir heute schon tun, effizienter machen, das ist ja keine Frage, die jetzt in erster Linie mit KI groß zu tun hat. Also natürlich kann man sagen, wir müssen irgendwie unser Wirtschaftssystem umbauen und wir müssen Dinge ganz anders machen, als wir das heute tun, um die Transformation zu erreichen, umzusetzen, nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aber das heißt nicht aus meiner Sicht, dass es schlecht ist, Dinge, die wir jetzt schon tun, auch erstmal besser zu machen. Und insofern finde ich, dass das Effizienzargument schon auch verfängt. Möchtest du dazu noch mal gerne etwas sagen? Naja, also ich glaube, man kann vielleicht einfach mal so ein konkretes Beispiel sich angucken. Ne? Also was sehr häufig als positives Beispiel sozusagen genannt wird, ist eben der Einsatz von maschinellen Lernen in der Landwirtschaft, dass eben dadurch beispielsweise weniger Pestizide eingesetzt werden müssen. Ne? Also 30% weniger oder wie auch immer, was ja sozusagen tatsächlich eine wirklich greifbare Einsparung ist. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir eigentlich zu einer Landwirtschaft, wo es gar nicht mehr notwendig ist, Pestizide einzusetzen? Also das ist doch sozusagen, also das Transformative wäre ja das dann eigentlich am Ende so. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Punkt, worauf ich hinaus will. Ne? Also wir machen etwas Bestehendes effizienter, aber wir verändern eigentlich nicht das Bestehende. Und aus meiner Perspektive ist es schon so, dass wenn wir Nachhaltigkeitszielsetzungen erreichen wollen, das eben auch eine Transformation bedeutet. Und diese Transformation bedeutet eben oftmals, anders über Dinge nachzudenken, Dinge anders zu machen und auch natürlich möglicherweise bestehende gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Also ich bin kein Landwirt, aber mein Verständnis von allem, was ich zu dem Thema mal gelesen habe, ist, dass eine moderne Landwirtschaft, die auch in der Lage ist, weiß ich wie viel haben wir jetzt, 8-9 Milliarden Menschen zu ernähren, nicht ganz auf den Einsatz von Pestiziden verzichten können wird. Und wenn man sich anschaut, also um das Beispiel aufzugreifen, im Moment, wie sieht es aus, wenn man also Pestizide auf ein Feld aufbringt, fährt man mit einem Trecker oder mit einem Flugzeug, je nachdem wie groß das Feld ist, drüber und sprüht praktisch blind durch die Gegend und 90% des ausgebrachten Pestizids trifft überhaupt nicht die Stelle, die relevant ist, trifft überhaupt nicht den Unkrautkeimling, der da vernichtet werden soll. Durch so KI-Methoden kann man, also ich war neulich in Stuttgart auf einer KI-Veranstaltung, wo gerade ein Startup genau so ein System vorgestellt hat, wo sie praktisch durch den Einsatz von KI praktisch Pestizide genau auf den Keimling ausbringen. Und man redet da und wir sprechen da von einer Reduktion nicht von 30%, sondern von 80-90%. Ich kann da eigentlich nichts Negatives dran erkennen. Das, ja, sehr gerne. Also
Das ist sicherlich richtig. Und da ich auch wenig sozusagen mit Landwirtschaft zu tun habe und wir uns ja aufgrund der aktuellen Entwicklung gerade auf ganz dünnem Eis bewegen, kann man ja vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen in ein anderes Beispiel gehen, wo ich eigentlich, also der Punkt, worauf ich vielleicht auch so ein bisschen hinaus will, ist eben so, dass wir sozusagen eine Technologie haben, die aber immer sozusagen auch in bestimmte gesellschaftliche Denkmuster, Praktiken und so weiter eingebettet ist. Und das ist eben der entscheidende Punkt, auch wenn wir die Frage beantworten wollen, wie nachhaltig ist das denn eigentlich am Ende? Wenn wir uns zum Beispiel das Thema intelligente Energienetze angucken, was ja ein Beispiel ist, wo man wirklich sagen kann, okay, da führt eben wirklich der Einsatz von, also oder ein hoher Automatisierungsgrad, sagen wir mal so, ne, wo natürlich jetzt viele Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz kommen, wirklich zur Einsparung von fossilen Energieträgern, Primärenergie, je nachdem, ne, wenn ich halt den Einsatz erneuerbarer Energien optimiere. Da kommen wir natürlich dann aber wieder auf ganz andere Problemlagen. Also da streiten wir uns dann halt in Deutschland darüber, wer jetzt eigentlich diese ganzen Daten managt. Machen das jetzt Übertragungsnetzbetreiber oder die Verteilnetzbetreiber? Also sozusagen die Implementation von neuen Technologien bedeutet natürlich immer auch, dass da auch gesellschaftliche Aushandlungsprozesse dranhängen. Und das sind auch alles Dinge, die man sich eben auch angucken muss, wenn man fragt, okay, wie bekommen wir das denn wirklich hin, diese Technologie dann auch in den Bereichen einzusetzen, wo sie wirklich explizit Nachhaltigkeitsziele adressieren kann? Ja, möchtest du darauf nochmal reagieren? Sonst habe ich auch noch Fragen, die ich stellen kann. Also einmal ist natürlich die Frage, oder das, was auch in den Raum geworfen wurde, schmeißen wir nicht nur Technologien an Technologien in der Hoffnung, dass die quasi sich selbst austarieren. Das ist so ein bisschen das auch aus der Richtung, wo du herkommst, dass wir eigentlich, die Antwort ist Technologie, aber was war eigentlich die Frage? Und vielleicht würde ich da nochmal an dieser Stelle bei dir ansetzen, David, mit der Frage, welche Chance siehst du tatsächlich bei KI-Modellen, bei diesen komplexen KI-Modellen, den Nachhaltigkeitszielen näher zu kommen? Und das sehr gerne auch nochmal an einem Beispiel festzumachen. Du hattest jetzt einmal das Beispiel aus der Landwirtschaft mit diesem Start-up, aber die können auch vieles versprechen. Welche anderen größeren Beispiele sehen wir, dass wir Nachhaltigkeitsziele damit erreichen können? Ja gut, die Frage richtet sich ja zum einen, wie kann man die KI an sich verbessern? Mhm. Und da glaube ich, dass sich eben, weil auch so viel Forschungsleistung im Moment in der Richtung betrieben wird, dass wir sowohl was die Algorithmen als auch was die Hardwareentwicklung angeht, große Fortschritte machen werden und sich da der negative Footprint in Zukunft deutlich reduzieren wird. Positivbeispiele gibt es ganz viele. Also es gibt zum Beispiel Ansätze, dass man Prozessführung in der Kunststoffindustrie, also im Spritzgießen, die Prozesse anhand von KI-Modellen nachführt, sodass es leichter wird, Rezyklatmaterial einzusetzen. Also wo wir dann auch wieder einen Bogen schlagen zu einem anderen Aspekt der Nachhaltigkeit, nämlich der Ressourceneffizienz. Und so gibt es ganz viele andere Beispiele, wo auf kleinerer oder größerer Ebene eben positive Effekte im Sinne der Nachhaltigkeit und zwar in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit erreicht werden können. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, das nochmal aufzugreifen von eben, dass man eben immer das richtige Werkzeug einsetzt. Also ist es sicher nicht sinnvoll, wenn ich einen Prozess optimieren will, da jetzt ChatGPT einzusetzen, wo mir einfach ein physikalisches Modell das gleiche Ergebnis oder vielleicht sogar ein besseres Ergebnis liefern wird. Also der Fehler, den man nicht machen darf, ist, dass man denkt, oh, jetzt machen wir mal was mit KI, das ist gerade das neue heiße Ding und glaubt dann, alles wird besser. Also man muss schon gucken, dass das Werkzeug der Aufgabe angemessen ist. Und wir haben die Regulierung rund um den EU AI Act ja gerade auch noch mal von Professor Nathalie Hellberger erklärt bekommen. Stimmt dich das weiterhin positiv in Blick auf, dass die komplexen KI-Modelle wirklich den Start in die nachhaltige Zukunft ebnen?
Also ich glaube, wir brauchen eine intelligente Regulierung für solche neuen Technologien. Ich kenne mich jetzt mit diesem AI-Act nicht im Detail aus. Ich bin der Meinung, dass man schauen muss, dass man die Entwicklung von solchen neuen Technologien nicht dann zu Beginn schon tot reguliert. Vielleicht ist der AI ganz hervorragend, das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Ich denke, dass die Kosten, die bei der, also auch die ökologischen Kosten, die beim Training von solchen Modellen anfallen, dass die eingepreist werden müssen, indem man die Industrien entsprechend auch in Emissionshandel, CO2-Emissionshandel mit einbezieht, sodass die Kosten nicht verloren gehen. Ich glaube, wenn man das macht, dann da ist man auf einem guten Weg. Okay. Und Friederike, hast du dazu jetzt noch mal eine direkte Reaktion? Also ich glaube, also aus unserer Perspektive ist es eben wichtig, auch jetzt mit Blick auf Regulierung, also ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist Regulierung, der AI-Act. Natürlich ist das sozusagen ein wichtiger Schritt und sicherlich auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist eben nach wie vor so, dass wenn es keine Verpflichtung gibt, zu dokumentieren, zu messen und eben Transparenz herzustellen darüber, was eigentlich, was sozusagen im Zuge des Lebenszyklus passiert bei diesen Machine Learning Modellen, dann werden wir da eben auch nicht weiterkommen. Das ist halt eben ein großes Problem. Also das ist, glaube ich, der eine wichtige Aspekt. Der andere Aspekt, der vielleicht auch noch gar nicht so stark heute angeklungen ist, ist natürlich auch so ein bisschen das, die Frage, wie wird sozusagen Innovations- und Technologiepolitik gemacht? Also was passiert eigentlich, wenn verschiedene Ministerien, sei es jetzt BMUV oder BMWK oder auch BMAS, KI-Entwicklung fördern? Können sie nicht auch sozusagen Nachhaltigkeitskriterien dort mit reinbringen in solche Ausschreibungen? Also das wäre zum Beispiel was, was man auch jenseits von Regulierung, glaube ich, relativ gut tun könnte. Und das wäre eben was, wo wir sagen würden, ja, das wäre schon sinnvoll. Wir kommen zum Schluss von diesem Streitgespräch und es besteht jetzt noch einmal die Möglichkeit, dass jede Seite ein Abschlussstatement sagt. Und dabei geht es uns nicht darum, das, was wir am Anfang gehört haben, noch einmal zu wiederholen, sondern tatsächlich einmal darauf einzugehen, was die jeweilige Gegenseite mitgenommen hat. Was habt ihr tatsächlich ganz konkret gelernt und welche Fragen hat das gegebenenfalls auch für euch aufgeworfen? Ich würde erneut mit der Pro-Seite anfangen. Also ich sehe weiterhin sehr optimistisch in die Zukunft, was die KI und der Impact auf die Nachhaltigkeit angeht. Ich denke, was Frau Rode gesagt hat, ist richtig, dass wir Transparenz brauchen in dem Bereich und dass auch Verbraucher, die oder Nutzer im Allgemeinen von so KI-Technologien für sich selber auch bewerten können, was richte ich hiermit an, wenn ich diese Technologie nutze? Und entspricht der Nutzen, überwiegt mein Nutzen die Kosten, auch die ökologischen Kosten des KI-Einsatzes? Und das letzte Wort liegt bei dir, Friederike, dein Abschlussstatement. Ja, also man kann vielleicht abschließend sagen, dass es sicherlich so ist, dass es eine ganze Reihe an Anwendungen gibt, die sinnvoll sind und die auch sozusagen soziale und ökologische Zielsetzungen unterstützen können. Das würde ich sozusagen auch gar nicht in Abrede stellen. Aber es sind sicherlich noch sehr auch umfassende Schritte notwendig, damit wir eben wirklich dahin kommen, dass KI-Systeme wirklich entlang des gesamten Lebenszyklus nachhaltiger werden können oder wir eben diese ganz vielen verschiedenen Auswirkungen, die wir da eben sehen, tatsächlich auch in den Griff bekommen sozusagen. Und da würde ich einfach auch vielleicht nochmal eine Lanze brechen für das, was ganz am Anfang heute Tagung gesagt wurde, dass es eben auch wichtig ist, diese Lebenszyklusanalyse dann eben auch einfach mal zu machen und eben sich einfach mal anzugucken, okay, wo sind denn jetzt wirklich die wichtigen Auswirkungen und wo müssen wir jetzt sozusagen mal prioritär ansetzen? Also das wäre, glaube ich, was, wo es einfach ganz schön wäre, wenn das
wenn da auch in Zukunft nochmal ein stärkerer Fokus drauf liegen würde. Okay, dann würde ich an dieser Stelle herzlichen Dank an beide MitdiskutantInnen richten und natürlich auch an das Publikum, was ganz aufmerksam zugehört hat. Und wir begeben uns jetzt in eine Kaffeepause nach einem Applaus. Super. Übrigens geht es hier um 11.30 Uhr dann weiter. Ich erzähle dann auch noch etwas mehr zu den parallelen Slots, den interaktiven Foren, aber ich freue mich, wenn wir uns alle kurz vor halb hier nochmal eintreffen könnten. Bis dahin, genießt die Kaffeepause. Vielen Dank.
KI immer größer statt grüner. Wir begeben uns jetzt in den Mittagsteil von dem Programm und der ist wie folgt aufgebaut. Es gibt parallele Slots. Wir haben einmal Inputs, die hier auf der Bühne stattfinden und ganz wichtig, es gibt sogenannte Beteiligungsformate. Wir haben interaktive Foren, die an zweierlei Stellen stattfinden. Einmal im kleinen Saal direkt dort hinten und dann einmal um die Ecke hier ist noch ein weiterer Ort, wo ein interaktives Forum, wo die interaktiven Foren stattfinden. Und genau, ich würde jetzt an dieser Stelle auch die Moderation für diesen Part auf die Bühne bitten. Veran Meyer, herzlich willkommen und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Yolanda. Wir sehen uns ja später um 14.30 Uhr wieder. Du wirst die Pitches moderieren und das Abschlusspanel, darauf freuen wir uns. In der Zwischenzeit geht es hier jetzt mit einem Vertiefungsteil weiter, drei Inputs und ganz viel Möglichkeit für Fragen. Mein Name ist Veran Meyer, ich bin Referentin für digitale Ordnungspolitik hier in der Heinrich-Böll-Stiftung und habe diese Veranstaltung zusammen mit Jana Müller-Brehm und Merlin Münch vom iRights Lab organisiert und konzipiert. Und ja, was für uns eben von Anfang an im Zentrum stand, als wir uns die Gedanken hier zu den Inhalten gemacht haben, ist, wie wir KI nachhaltig gestalten können, eben mit diesem besonderen Fokus auf die immer komplexer und größer werdenden Systeme, die sogenannten Foundation Models. Und was wir in der Konzeption uns als nachhaltige KI vorgestellt haben, da haben wir eine Definition uns geliehen von dem Projekt Sustain und einem Autor in einem Team vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die nachhaltige KI definieren und sagen, dass die Entwicklung und die Anwendung der KI-Systeme die planetaren Grenzen respektieren soll, dass keine problematischen ökonomischen Dynamiken entstehen und dass auch der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet werden soll. Und das ist eben genau der Dreiklang, in dem wir uns auch ja schon am Vormittag mit dem wir uns schon beschäftigt haben. Aber das wird eben jetzt hier nochmal in diesem Vertiefungsteil eine wichtige Rolle spielen. Und wir starten mit einem Input zum Thema Ökologie. Es wird um die Energieverbräuche und Ressourcenverbräuche von komplexen KI-Modellen gehen. Und danach geht es weiter mit einem ja auch sehr spannenden Input zum Thema Arbeitsbedingungen von KI-ArbeiterInnen und Content-ModeratorInnen. Und zum Schluss widmen wir uns dem Thema Marktmacht auf dem KI-Markt. Kurz zum Ablauf, 15 Minuten jeweils für den Input und danach Raum für Fragen. Gerne auch alle möglichen Fragen stellen. Also ich weiß, wir sind hier sofort gestartet mit komplexen KI-Modellen, aber es soll auch niedrigschwellig sein. Also gerne einfach drauf losfragen. Und ja, für unseren ersten Teil haben wir ja eine ganz tolle Referentin, das ist Professor Dr. Lynn Karg. Lynn, du bist quasi in Deutschland schon eigentlich so die wichtigste Stimme zum Thema KI und Klimawandel. Und seit 2021 Professorin, Juniorprofessorin für Computer Science und Public Policy an der Hertie School. Du leitest dort die AI and Climate Technology Policy Group und hast zuvor an der ETH Zürich vor allem zu Anwendungsfällen von maschinellem Lernen für den Klimaschutz gearbeitet und bist auch Mitgründerin und Vorsitzende von Climate Change AI. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Komm gerne zu uns hoch. Und freuen wir uns auf den Input von dir. Du hast 15 Minuten und wir sehen uns gleich wieder. Ja, danke schön. Okay. So, okay, man sieht meine Slides. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich möchte in meinem kurzen Input einmal darauf eingehen, wie wir den ökologischen Fußabdruck von Basismodellen messen können und auch nochmal darauf eingehen, was eigentlich Basismodelle sind. Und das wird viel Inhalt sein und Sie sind alle eingeladen, jegliche möglichen Fragen zu stellen, auch Verständnisfragen. Genau, also wenn wir von Basismodellen sprechen, sprechen wir auch vom Deep Learning. Und ich wollte einmal darauf eingehen, was wir eigentlich verstehen unter Deep Learning. Also
Deep Learning ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens und das maschinelle Lernen ist quasi dieser Bereich der KI, der am stärksten gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten und wo die ganzen Anwendungen, die wir heutzutage als KI bezeichnen oder fast alle Anwendungen, die wir als KI bezeichnen, sind eigentlich aus dem maschinellen Lernen. Und der Deep Learning Bereich ist da drin wahrscheinlich wiederum schnell wachsendster Bereich. Und ich möchte einmal erklären, was wir eigentlich mit Deep Learning meinen. Also Deep Learning basiert auf einem bestimmten Modelltyp des maschinellen Lernens, den neuronalen Netzen. Da haben Sie wahrscheinlich alle schon von gehört. Hier sehen wir ein Beispiel eines neuronalen Netzes. Und was wir so grob sagen können, ist, dass das eine Verkettung ist von Gleichungen, wo Gewichte multipliziert werden und addiert werden und wir auch noch nichtlineare Funktionen anwenden, um eben ein komplexes Konstrukt zu erstellen, was aus Daten alle möglichen Funktionen erlernt zu abzubilden. Also wir haben im Prinzip simple Gleichungen, aber ganz viele davon und können dadurch mit diesem Netzwerk eben ganz, ganz viele Funktionen abbilden. Und das ist wie folgt aufgebaut. Wir haben eine Eingabeschicht, wo wir unsere Daten eingeben. Dann haben wir eine Ausgabeschicht, wo unsere Vorhersage gemacht wird. Und ich zeige nochmal ein simples Beispiel, was das heißt. Und dann haben wir diese sogenannten verborgenen Schichten, oder Hidden Layers. Und der Deep Learning-Bereich unterscheidet sich jetzt darin, dass wir ganz viele von diesen verborgenen Schichten haben. Das ist eigentlich die Neuerung. Wir haben einfach viel, viel größere Modelle. An einem ganz simplen Beispiel wollte ich immer zeigen, was das heißt, diese Eingabeschicht zum Beispiel. Also wir haben jetzt unser neuronales Netz, das habe ich jetzt mal einfach als Box dargestellt. Wir reden ja auch oft von Blackbox-Models. Uns interessiert erstmal nicht, was hier drin passiert. Unsere Eingabeschicht ist quasi ein Datenpunkt, wie ein Bild. Und wir können uns jetzt vorstellen, dass wir vielleicht auf Bildern erkennen wollen, ob da Hunde oder Katzen drauf sind. Würden wir ein Bild eingeben, denn das neuronale Netz hat dann schon gelernt, wie man daraus eine Kategorie erstellen kann. Zum Beispiel, in diesem Fall würde es dann idealerweise sagen, Kategorie ist Hund. Das ist gemeint mit Eingabe- und Ausgabeschicht und diese verborgenen Schichten ist quasi, was in dieser Blackbox passiert. Genau, und das ist dieser Deep Learning-Bereich. Jetzt gibt es neuartige Modelle, die auch so komplexe Eingabedatenpunkte bekommen können, wie eine Query, wie ein Prompt. Zum Beispiel kann man das Modell fragen, was ist der ökologische Fußabdruck von Deep Learning Modellen. Und das Modell kann dann einen ganzen Text generieren, der einem erklärt oder zumindest einige Faktoren ausgibt, die da für den Fußabdruck einen Einfluss haben. Und diese komplexe Task, die viel, viel schwieriger auch ist, als jetzt zum Beispiel von einem Datenpunkt zu sagen, ist das jetzt ein Hund oder eine Katze, das ist an sich schon sehr schwer, aber das ist noch viel komplexer, ist eben möglich mit Modellen wie ChatGPT, diese auf den sogenannten Basismodellen oder Large Language Models basieren. Oft sagt man eigentlich Large Language Models, also große Sprachmodelle. Genau, was macht eigentlich diese großen Sprachmodelle aus? Hier wurde eine neue Modellkomponente angewandt, die nennt sich Attention Mechanism. Da geht es um Aufmerksamkeitsmechanismus. Und da ist eben diese Idee verbaut, dass wir als Menschen, wenn wir ein Urteil zum Beispiel fällen wollen, können wir uns auf verschiedene Sachen konzentrieren. Also unsere Aufmerksamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. In diesem einfachen Beispiel, wenn wir unseren Schreibtisch angucken und es gibt da eine rote Tasse, dann fällt die sofort in unser Blickfeld, dass wir richten unsere Aufmerksamkeit eventuell darauf. Aber wir können uns auch entscheiden, uns auf das Buch zu fokussieren. Und das ist eine große Stärke. Und wir können sagen, dieses Buch gibt uns Informationen, das Buch ist wichtig für meine Tätigkeit. Und das hat man eben in diesen Modellen eingebaut und gesagt, okay, für Sprache ist zum Teil sind Informationen, die sehr, sehr weit weg liegen, auch in einem Text, wichtig für eine Frage. Und
Diese Sprachmodelle können sich eben auf Teile von einem Text, im Beispiel des Textes, ganz gewollt fokussieren. Und das ist diese Stärke von diesen Modellen. Und die werden dann in sogenannten Architekturen verbaut. Diese Modelle nennt man dann auch Transformer-Modelle. Das heißt, wir sind von diesem simplen Bild, wo wir diese Schichten haben, jetzt zu ganz komplexen Konstrukten gekommen aus Bausteinen, die sich ganz oft wiederholen. Also diese Bausteine werden zigmal wiederholt, tausende Male wiederholt, um eben sehr, sehr große Architekturen zu erzeugen. Genau, also rechts sehen Sie die Architektur eines simplen Basismodells sozusagen. Diese Transformer-Modelle können eben sehr, sehr groß sein, haben viele Milliarden Parameter. Also ChatGPT hat 20 Milliarden bis über 1 Billion Parameter. Wenn ich von Parametern spreche, spreche ich von diesen Gewichten, die wir multiplizieren und addieren. Und das hat zu großen Fortschritten in der Text- und Bilderzeugung geführt und der Klassifizierung. Da haben wir schon viel drüber gesprochen heute. Und es hat eben auch zu einem Paradigmenwechsel im Bereich des Deep Learning geführt. Vorher hatten wir Modelle für spezifische Aufgaben. Also ich habe zum Beispiel ein Bilderkennungsmodell, das ist total adaptiert darauf, Bilder zu erkennen. Wir haben Architekturen, Konstrukte, die sehr, sehr gut darin sind, Bilder zu erkennen. Jetzt haben wir Basismodelle, die für vielfache Aufgaben gleichzeitig gut sind. Ein Beispiel der Bilderkennung, also wir haben Modelle gehabt, die wir wirklich darauf trainieren, irgendwie Katzen und Hunde zu unterscheiden. Jetzt haben wir Modelle, die mit jeglichen Aufgaben von der Bilderkennung umgehen können gleichzeitig. Das ist so dieser Paradigmenwechsel. Und für diese großen Architekturen braucht man eben auch sehr große Datensätze zum Trainieren. Und die Kombination aus großen Modellen und großen Daten birgt eben diese Rechenintensivität. Deswegen sprechen wir hier viel von dem Energieverbrauch, weil man eben doch sehr viel rechnen muss, um so ein Modell zu trainieren. Aber man muss auch mehr rechnen, wenn man so ein Modell benutzt. Das ist dieser Inferenzteil. Das heißt, das ist, wenn das Modell fertig ist und ich benutze es. Genau, das ist nochmal kurze Einführung. Ich möchte jetzt nochmal auf die Treibhausgaseffekte eingehen und da habe ich vor 1,5 Jahren zusammen mit Kollegen ein Framework vorgestellt, wie man sich die Emissionen von dem maschinellen Lernen vorstellen kann. Und das hat im Kern eben diese Rechenleistung, die wir haben, also Stromverbrauch durch die Server, aber auch die Emissionen, die entstehen, wenn wir diese Hardware erstellen oder sie entsorgen. Das ist so im Kern natürlich davon stark beeinflusst, welche Algorithmen wir benutzen. Dann müssen wir aber dazu noch darüber nachdenken, wie wir diese Modelle anwenden. Und die Anwendung passiert in allen Sektoren und die kann sich natürlich reduzierend auf die Emissionen auswirken oder auch steigernd, je nachdem, wie man das anwendet. Und dann haben wir so eine dritte Kategorie hier vorgestellt, die System-Level-Impacts, wo wir gesagt haben, man muss sich auch die Gesamtwirtschaft anschauen und schauen, wie das Konsumverhalten verändert wird durch diese Technologien, Rebound-Effekts, Kommunikationsverhalten, was auch eventuell Einfluss darauf hat, wie zum Beispiel Klimagesetze gesehen werden. Also relativ viele sehr, sehr sekundäre Effekte, die aber großen Einfluss haben könnten auf den Klimaschutz. Okay, für Basismodelle würde ich sagen, ist dieser Bereich momentan der interessanteste, die Rechenemissionen. Und die werden auch als direkte Emissionen bezeichnet und sind, würde ich sagen, relativ einfacher zu bemessen als die anderen Effekte. Es gibt auch Tools, zum Beispiel Code Carbon, die man benutzen kann, wenn man solche Modelle benutzt oder trainiert. Sind auch relativ simpel gehalten. Also es wird einfach gemacht für Entwickler auch, das zu bemessen. Und was hier immer reinspielt, ist die Rechenleistung, die verlangt wird für diese Modelle. Spielt auch
hinein, was ist der Stromverbrauch oder Effizienz des Servers oder des Datenzentrums. Hier spielt der Leerlauf auch eine große Rolle. Das ist ein großer Anteil der Emissionen. Und natürlich der Emissionsfaktor des Stromnetzes oder des Stroms, der bezogen wird im Rechenzentrum, spielt auch eine Rolle, wie viel Erneuerbare haben wir in dem Strom. Das sind so alles Faktoren, die da benutzt werden, um sowas zu bemessen. Und es gibt auch einige Paper, die schon das schön dargestellt haben, wie der Fußabdruck ist von diesen Modellen. Zum Beispiel gibt es ein Paper von Dodge et al., die haben sich verschiedene Modelle angeguckt aus dem Bereich Deep Learning. Einige davon sind diese Transformer- oder Basismodelle. Sie haben sich eben angeschaut, was sind die Emissionen für einen Trainingsdurchlauf, also für einmal Trainieren des Modells, und dann kann man es benutzen. Und dann für verschiedene Modelle haben sie sich das auch angeschaut. Und sie haben das hier, ihre Skala, die auch relativ abstrakt ist, vergleichen sie mit verschiedenen Alltagsanwendungen. So ist zum Beispiel das Modell, was hier am meisten verbraucht, ist ein 6 Milliarden Parameter schweres Transformer-Modell, was verbraucht ungefähr so viel wie die Energie, die ein Haus in einem Jahr verbraucht oder ein Haushalt. Das sind jetzt 6 Milliarden Parameter. Viele Modelle, von denen wir heute sprechen, auch sind deutlich größer, wie ich schon meinte, bis Billionen Parameter. Aber das gibt uns so ein bisschen ein Gefühl, was bedeutet das einmal zu trainieren. Denn was Sie hier auch nochmal zeigen, ist das gleiche Modell. Das ist ein Vision Transformer, der ist für Bilderkennung gemacht, für verschiedene Größen, von sehr klein bis sehr groß. Und die Emissionen fürs Trainieren steigen eben mit der Größe an, was das auch schön zeigt. Also je mehr Parameter, desto mehr Energieverbrauch haben wir beim Trainieren. Trainieren macht man jetzt regelmäßig vielleicht oder nur einmal am Anfang vom Projekt. Das ist eine Sache, die nicht ständig passiert. Was ständig passiert, ist das Nutzen des Modells, also diese sogenannte Inferenz. Wie gesagt, zum Beispiel eine Query für ChatGPT ist eine Inferenz quasi. An sich braucht es nicht viel Energie pro Query, aber als ChatGPT zugänglich gemacht wurde für die breite Öffentlichkeit, habe ich das erste Mal gedacht, okay, jetzt könnten wir wirklich ein Problem bekommen mit den Emissionen, weil wenn wir das Millionen, Milliarden Mal am Tag oder in der Woche benutzen, dann addiert sich das sehr, sehr schnell auf und wird auch sehr, sehr schnell viel mehr als die Trainingsenergie. Und die zentrale Frage ist hier, wie viele Queries haben diese Modelle pro Tag und was für eine Energie bedeutet das pro Tag? Leider bei ChatGPT, was wahrscheinlich das Modell ist, was am meisten genutzt wird, zumindest von der Öffentlichkeit, gibt es keine Daten zu den Anzahl der Queries. Es gibt aber auch keine guten Daten zu, wie groß eigentlich jetzt wirklich die Modelle sind, die dem unterliegen. Also es gibt ein ganz paar Datenpunkte, leider. Aber es gibt natürlich viele andere Modelle, die auch Open Source sind, wo es ein bisschen mehr Informationen zu gibt. Zum Beispiel kam gerade auch ein Paper raus von Sascha Lucioni et al., wo sie genau die Emissionen von anderen Basismodellen bemessen haben, auch für verschiedene Tasks. Das ist ein ganz interessantes Paper. Und genau, sie haben eben 20 bis 30 Gramm CO2-Äquivalenz pro 1000 Inferenzen bestimmt für das größte Modell, was Sie in Ihrem Beispiel jetzt hatten. Sie zeigen auch hier wieder, wie die Größe des Modells hier auf der X-Achse die Emissionen hochtreibt. Die größten Modelle haben tendenziell die höchsten Inferenzemissionen auch wieder und sie unterscheiden hier noch bei verschiedenen Aufgaben, die diese Modelle lösen. Also generieren Sie Text oder klassifizieren Sie Text. Klassifizieren Sie Bilder, und was am meisten Energie verbraucht, ist das Generieren der Bilder. Ja? Ja. Sie verwenden jetzt immer logische Skalen. Jetzt sieht es so ein bisschen so aus, als würde es da linear anschreiben. Ist das tatsächlich ein lineares Verhältnis mit Modellen, die wir analysieren können? Das heißt, je mehr Parameter, desto linearer korreliert die Anzahl des Energieaufwands.
Bei der Inferenz wäre es natürlich auch interessant, dann könnte man, natürlich Rückschlüsse ziehen, aber wahrscheinlich wollten Sie genau da gerade hinkommen. Genau, also ja. Es gibt dazu noch keine guten Studien, das sind so quasi die besten Studien, die wir haben bisher, die haben es jetzt, haben da jetzt keine Regression gemacht, natürlich, das ist logarithmisch, dann wird es, ist es nicht linear, ja. Aber naja, genau. Achsen logarithmisch sind dann ja schon, ne? Also dann wäre das Verhältnis. Achso, ja, okay, ja. Genau, also es gibt nur diese Papers und quasi keine systematische Studie, wie man das vielleicht genauer abmessen könnte, ja. Ich wollte nur fragen, warum OpenAI diese Daten nicht rausgibt. Ist das Betriebsgeheimnis oder gibt es einen anderen Grund? Weil ich habe lange für Google gearbeitet, aber ich war auch immer das, also es geht darum, warum ChatGPT das nicht rausgibt, ob das nur Betriebsgeheimnis ist oder ob es überhaupt ein Problem ist, die Daten überhaupt abzugrenzen oder also yeah. Solche Sachen würde mich ja interessieren, weil ich weiß von meiner Zeit bei Google, dass das auch, also die sind vollkommen paranoid, was so Betriebsgeheimnisse angeht, aber das ist halt auch ein großes Thema da in dem ganzen Bereich. Aber da braucht die Politik schon Zugang zu, finde ich. Da kann ich auch nur spekulieren. ja. Genau. Ich habe jetzt, das ist jetzt eine, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, können wir diese Daten benutzen über 1000 Inferenzen, um vielleicht abzuschätzen, was so ein Modell tagtäglich verbrauchen würde, wenn es bestimmte Anzahl an Anfragen bekommt. Und das ist jetzt eine sehr mit Vorsicht zu genießende Überschlagsrechnung, die ich gemacht habe. Ich habe also das größte Modell aus deren Studie genommen, was deutlich kleiner ist als die Modelle, die zum Beispiel ChatGPT unterliegen. Also wir reden hier von 7 Milliarden Parametern. ChatGPT hat mindestens 20 Milliarden Parameter und wahrscheinlich deutlich mehr. Genau, ich habe mich eben gefragt, was wäre, wenn es so ein Modell so oft angefragt wird wie ChatGPT. Wir wissen natürlich wieder nicht genau, wie oft ChatGPT angefragt wird, aber wir wissen, wie oft die Login-Seite besucht wird. Und deswegen habe ich diese Zahl einmal genommen. Und wir haben 5 Megawattstunden pro Tag verbraucht. Das ist ungefähr so wie 1.001-Personen-Haushalte in Deutschland. Ein Bruchteil eines Windrads in der Generierung. Das wäre so ein Mindestwert wahrscheinlich, was so ein Modell, also ein Chatbot benutzt. Also ChatGPT könnte ein Vielfaches von diesen Emissionen aus oder diesen Stromverbrauch haben. Dann habe ich mir auch überlegt, was wären so Zukunftsszenarien, wie oft könnte in der Zukunft so ein Modell benutzt werden. Jetzt habe ich mir mal überlegt, es könnte zum Beispiel benutzt werden wie Google oder jede Google-Anfrage könnte das mit drin haben. Also habe ich einfach mal die Anfragen von Google benutzt, also die Website-Aufrufe von Google. Und das sind schon deutlich mehr Megawattstunden pro Tag. Es ist ungefähr dann wie eine kleine Stadt vom Energieverbrauch oder wie so ein Windpark, dann, also so 20 Windräder. Wie gesagt, das ist auch nur eine grobe Schätzung, basierend auf einem sehr viel kleineren Modell. Genau, aber das sind so die Zahlen, die lasse ich jetzt einfach mal so stehen, mit denen, die ich dafür bekommen habe. Aber vielleicht hilft das ja in der Diskussion und auch für die weiteren Diskussionen heute. Aber für mich ist das eben die interessanteste Frage, wie viel werden wir tagtäglich für KI-Anwendungen aufwenden an Strom? Und wie verhält sich das über die Zeit? Wird das immer mehr zum größeren Problem oder werden solche Modelle gar nicht in der Breite angewandt? Und da wollte ich noch mal ganz kurz auf diesen Anwendungsbereich eingehen, weil der bei dem maschinellen Lernen bei anderen Anwendungen nämlich viel, viel ausschlaggebender auch wäre. Also wenn wir von den meisten Machine Learning Anwendungen sprechen wir meistens über diesen Teil B, wie sich das nämlich auf die Emissionen auswirkt und die Computing Related Impacts, also die Rechenleistung ist meistens vernachlässigbar klein. Bei den Basismodellen könnte es natürlich anders sein. Also eine Anwendung spricht man von allen Sektoren und auch allen Anwendungen, also nicht nur Nachhaltigkeitsanwendungen. Die Emissionen sind teils schwer zu quantifizieren,
zum Teil auch einfach, aber das ist meistens noch auf Projektbasis. Genau, und denn diese, wie sich das auf das Gesamtsystem auswirkt, ist am allerschwersten zu quantifizieren. Und ich habe einmal überlegt und auch nachgelesen, wie wir eigentlich diese Large Language Modelle im Moment anwenden. Und es gibt im Moment diesen Trend dazu, diese herkömmlichen Sprachmodelle, die viel gezielter waren und auch viel kleiner waren, zu ersetzen durch die großen Basismodelle oder Large Language Models in Suchanfragen online, Navigation für E-Mail. Also es wird immer mehr durch auch diese ganz großen Modelle erledigt, was vorher durch kleinere Modelle erledigt werden konnte. Wir haben Apps, die gebaut werden aufgrund von diesen Basismodellen. Wir haben ganze Trends für das Prompt Engineering. Das ist so eine Bestrebung, sich diese Basismodelle zu eigen zu machen oder zu nutzen, indem man eben diese Prompts möglichst gut engineert. Und dann gibt es natürlich die große Frage, das hat jetzt wenig mit Klimaschutz zu tun, gibt es auch Anwendungen für den Klimaschutz? Wir wissen viele Machine Learning-Anwendungen oder KI-Anwendungen generell für den Klimaschutz, aber gibt es auch Large Language Models im Klimaschutz? Und da gibt es ehrlich gesagt sehr wenig momentan, was ich kenne. Ich habe ein Paper gesehen, wo die Idee vorgestellt wurde, Klimaprognosen zu verschriftlichen, also besser zu erklären, indem man so ein Sprachmodell mit einem Klimamodell koppelt und man da lokal zugänglich besser Klimaprognosen darstellt. Ich habe eine Masterarbeit betreut zu Meinungs- und Verhaltensforschung, wo sich eine Umfrage zu Klimagesetzgebung angeschaut wurde und ob diese Modelle da realistische Simulationen von Daten erstellen können. Können sie nicht richtig, halb richtig. Genau, es steckt noch in den Anfängen. Es gibt ein paar Ideen, aber es ist eben jetzt nicht der große Game Changer für den Klimaschutz, so wie wir das aus fachlicher Sicht momentan sehen können. Genau, das war es erstmal von meiner Seite, aber ich freue mich auf Fragen und Diskussionen. Entschuldigung, war etwas lang. Nein, ach, war super, komm gerne okay. Zu mir. Vielen Dank, Lynn, vor allem auch, dass du dir da die Mühe gemacht hast, auch noch mal ein bisschen vorzurechnen. Das ist ja, was hatten wir heute Morgen schon, eine kurze Konversation bei ChatGPT, ein halber Liter Trinkwasser. Ne, also es ist, war noch mal ganz eindrücklich, wie du das geschildert hast. Ich fand den letzten Punkt noch mal sehr interessant, Anwendungsbereiche von LLMs für den Klimaschutz. Du bist ja quasi, du hast mal gesagt, das war so ein bisschen unfreiwillig. Du hast diese Publikation rausgebracht vor ein paar Jahren mit Anwendungsszenarien von maschinellem Lernen eben für die Anpassung an den Klimawandel, für den Klimaschutz. Und auf einmal wurdest du ständig angefragt, eben für diese Perspektive, KI rettet jetzt das Klima. Und das finde ich ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil wir heute Morgen auch durchaus andere Stimmen gehört haben. Wohin steuern wir da und wie schaffen wir es vielleicht auch so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu kommen, wann man wirklich auch so ein großes Modell anwenden sollte? Genau, also ich habe vor einigen Jahren, haben wir so eine Publikation herausgebracht mit sehr, sehr vielen Co-Autoren, wo wir aufgezeigt haben, wie man das maschinelle Lernen benutzen kann im Klimabereich. Und es gibt da enorm viele spannende Anwendungen, die meisten existieren auch in der Forschung oder als Prototypen. Es hapert im Moment so ein bisschen in einer breiten Anwendung, würde ich sagen. Da gibt es viel Potenzial, das auch zu fördern. Aber natürlich ist auch die KI kein Allheilmittel oder Silver Bullet, sondern es ist immer meistens so eine kleine analytische Komponente in einer größeren Lösung, die etwas beschleunigt oder Steuerung besser möglich macht. Also es ist relativ technisch auch häufig oder wissenschaftlich, diese Anwendung. Und genau, du hattest ja jetzt schon mal angesprochen, dass man auch oft abwägen sollte, ob diese Anwendung sich lohnt. Es gibt auf der Nutzenseite noch große Unsicherheiten, die müssen erst erprobt werden, aber auch auf der Kostenseite. Und auf der Kostenseite sprechen wir einerseits natürlich von diesem direkten Energieverbrauch, wo ich auch schon meinte, dass es in den meisten Fällen eigentlich eher gering ist, wenn wir jetzt von den herkömmlichen Modellen, die so in der Breite angewandt werden, sprechen.
bei den Basismodellen kann es dann auch wieder anders sein. Genau, und dann sind, glaube ich, auch die großen Kostenfragen auch institutioneller Natur oder wirklich auch Geschäftskosten. Wir verstehen immer noch nicht, was das macht mit diesen Prozessen, auch wie verlässlich diese Modelle dann sind in der Wirklichkeit. Also da gibt es auch wirklich viele Schwierigkeiten, die man damit auch in diese Rechnung einbringen musste. Genau, aber idealerweise würde man dahin kommen, dass man bei allen Anwendungen, nicht nur bei Nachhaltigkeitsanwendungen, sich mal die Klima-, also die Treibhausgasemissionen auch anschaut mit. Und das ist auch was ich immer wieder betonen möchte. Wir sprechen immer von, bei Klima- oder Nachhaltigkeitsanwendungen sprechen wir dann sehr schnell von diesem Lifecycle Assessment, wo wir die Emissionen bemessen wollen. Aber wir sollten das eigentlich bei allen Anwendungen tun. Und KI wird vor allem nämlich nicht im Nachhaltigkeitsbereich eingesetzt. Ich schaue schon mal ins Publikum, sammeln Sie sich gerne schon für Fragen. Darf ich eine vorher noch selbst stellen? Aber ich habe sie schon gesehen, weil du es eben auch schon angesprochen hast und ich das unbedingt wissen wollte. Wir haben nämlich ja hier quasi mit dieser Konferenz die These aufgestellt, okay, die Modelle, wir haben diesen Trend, die Modelle werden immer komplexer, die werden immer größer. Und dann kamen aber auch viele kritische Stimmen, die gesagt haben, nee, überhaupt nicht. Es gibt auch einen Gegentrend zu immer kleiner werdenden Modellen mit sehr spezifischem Anwendungsfeld. Beobachtest du denn da gerade? Ja, also es passiert beides. Natürlich haben wir auch jetzt viele dezentrale Anwendungen beim autonomen Fahren oder in unseren Handys, die sehr kleine Modelle erfordern. Also es gibt da viele verschiedene Richtungen, die sich gleichzeitig entwickeln. Aber der Trend, gerade wenn es jetzt um so neue Fähigkeiten des Deep Learning oder neue Fähigkeiten des maschinellen Lernens geht häufig oder im Moment gerade stark halt zu diesen großen Transformer Models. Okay, danke. Ja, Nathalie Hellberger hat ja heute Morgen, ich habe es mir ganz auf dem Schirm, sie meinte, egal ob groß oder klein, Hauptsache grüner. Das fand ich ganz schön. Hier war eine Frage. Sehr geehrter Professor Haack, mein Name ist Ulyssa Lukman, ich habe an der Universität Hohenheim promoviert und jetzt arbeite ich für Geopart Agriculture und wir steigen mit Helmholtz-Zentrum in einem Projekt, wo wir tatsächlich die Folgen von Klimawandel eigentlich beobachten wollen und wir arbeiten mit Erderkundung, das bedeutet, wir nehmen die Satellitendaten, dank künstlicher Intelligenz verarbeiten wir diese Daten mit maschinellem Learning und am Endeffekt, wir wollen verstehen, eigentlich, wie Klima hat sich, wir wollen messen, eigentlich, wie Klimawandel hat sich tatsächlich verändert. Als Startup, wir können natürlich die Daten verarbeiten und sagen zum Beispiel, wie Vegetationsindex hat sich verändert, wie Wasser sozusagen in der Erde, eigentlich nur die Mengen ja, haben sich verändert. Meine Frage an Ihnen. Wenn zum Beispiel Sie in dieses Projekt ansteigen würden, ja, welche Indexe, was genau würden Sie kalkulieren, wenn wir tatsächlich wollen Klimawandel messen? Vielen Dank. Genau, das ist jetzt so ein Projekt, wo es über Informationsbeschaffung geht. Das finde ich auch gerade, das ist so ein Bereich, wo es schwierig ist, den Mehrwert halt zu bemessen. Also klar kann man natürlich die Rechen den Stromverbrauch beim Rechnen relativ leicht bemessen, aber das ist ja nicht das gesamte Bild. Und wenn man jetzt bessere Informationen beschafft, ist es erstmal schwierig, den Mehrwert zu bemessen, genau in Treibhausgasemissionen. Und dann, wenn es um den Klimawandel, um die Anpassung geht, nochmal schwieriger, weil wir da natürlich denn nicht das in Treibhausgasemissionen bemessen. Also genau, das zeigt schon mal auf, wie, wenn man da jetzt nur veröffentlichen würde, wie viel Stromverbrauch gibt es in dem Projekt, würde es eben den Mehrwert überhaupt gar nicht darstellen können, ja. Dann geht es gleich hier vorne weiter. Das schließt ein bisschen an die Landwirtschaftsdiskussion, die wir vorhin hatten. Ja. Und zwar, letztes Jahr war ich auf einer Veranstaltung, da ging es um die Digitalisierung der Landwirtschaft. Und da war Thema, was eigentlich mit den Daten passiert. Also meiner Meinung nach, gerade bei der Landwirtschaft ist sowas auch ein Sicherheitsding. Also wenn andere Staaten einfach alles über die Landwirtschaft in einem Land wissen, dann ist das einfach ein Wahnsinns-Informationsvorsprung. Gerade wenn man, also damals war halt Krieg Ukraine-Russland ganz aktuell. Also wenn man sich das vorstellen würde, Russland hätte alle Daten von Deutschland über die landwirtschaftliche Bodenbeschaffenheit, solche Sachen. Habt ihr das, also spielt das bei ChatGPT eine Rolle? Und inwiefern hat man das auf dem Schirm?
Und wo gehen denn überhaupt die Daten hin, die da alle erhoben werden? Landen die alle auf amerikanischen Servern? Oder also ist das wie mit Google? Oder also weiß ich nicht, würde mich mal interessieren. Genau, bei ChatGPT, das weiß man eben nicht, wie die Daten verwandt werden. Die werden wahrscheinlich fürs Trainieren auch weiterhin dann benutzt. Das heißt, wenn man jetzt sensible Daten hat, sollte man sie nicht unbedingt als Query in ChatGPT eingeben. Das wird auch ja, weit abgeraten eigentlich. Ich glaube, es gibt da Bezahlmodelle, wo das dann nicht passiert, aber so sicher weiß man das auch nicht. Das ist so mein Wissensstand. Aber genau, also es werden eben solche Eingaben dann auch zum Trainieren weiter benutzt und damit sind sie dann auch für andere zugänglich, die dann wieder abfragen können. Also nicht so direkt dieselben Daten, aber eine Abwandlung von denen. Okay, dann haben wir hier ganz hinten eine Frage, da eine und noch eine und dann würde ich auch schließen. Vielleicht dann noch in der Kaffeepause. Mich würde interessieren, wenn man jetzt sowas misst und sagt, eine Abfrage über ChatGPT ist so ein halber Liter Wasser im Äquivalent, dann könnte man doch aber auch umgekehrt fragen oder gegenüberstellen, was derjenige oder diejenige, die diese Abfrage gestellt hat, dann nicht getan hat. Also eine Schülerin, die einen Aufsatz sich helfen lässt, sagen wir mal, und dann vielleicht in einer Viertelstunde zu einem Ergebnis kommt oder in einer halben Stunde, hätte vielleicht sonst 3 Stunden am Rechner gesessen, um den selber zu schreiben oder 4 Stunden. Idealerweise hat sie den Rechner dann zugemacht und ist rausgegangen. Also hat sie Strom gespart. So, also das ist jetzt ein natürlich übertrieben plastisches Beispiel, aber ich finde, diese Rechnung muss man immer gegenüberstellen, dass man sagt, klar, der halbe Liter Wasser, es hört sich erstmal schlimm an und so, aber was wurde eventuell auch in so einem ganz einfachen Fall oder auch in komplexeren Fällen dann eben eingespart an äquivalent Wasserverbrauch wieder? Danke für die Frage. Vielleicht kombinieren wir die noch hier bei die nächste Person. Schon an? Ja, ich wollte fragen, was von der Debatte eigentlich bleiben würde, um nachhaltige KI, jetzt insbesondere, wenn wir uns die Treibhausgasemissionen angucken, wenn wir einen funktionierenden CO2-Preis hätten. Also im Sinne, fühlen wir vielleicht auch teilweise einfach die falsche Debatte, beziehungsweise bis zu welchem Punkt sollten wir sie führen? Danke. Genau, zur ersten Frage ist auch die Frage, wie viel Kaffee hätte die Schülerin dabei getrunken, weil das ist ja auch ein großer Wasserfluss. Nein, das ist, aber... die Grenzwerte zu definieren bei der Lifecycle Analysis ist, glaube ich, eine große Kunst. Und da gibt es auch viel offene Fragen. Da kann man noch viel, glaube ich, leisten, um das zu verbessern im ML-Bereich. Genau, die zweite Frage, CO2-Preis. Genau, wir haben ja zum Beispiel viel von dem Stromverbrauch gesprochen und wenn da ein CO2-Preis greifen würde, der hoch genug wäre, wäre das vielleicht schon Anreiz genug, um eben die Anwendung einzudämmen oder auch Preise hochzuschrauben für diese Anwendung, was denn die Anwendung eindämmen würde. Es ist heutzutage auch schon so, dass in vielen Anwendungen wirklich ganz genau geschaut wird, wie teuer eine Inferenz ist. Sie sind Bruchteile von einem Cent, aber große Tech-Unternehmen schauen sich das ganz genau an. Die benutzen auch oft effiziente und kleine Modelle aus diesem Grund, weil das doch ein Kostenfaktor ist für die, auch die Strompreise jetzt schon. Also das ist eine Sache, die ich immer auch gerne sage, Strompreis oder ein CO2-Preis hilft hier enorm. Wir sollten trotzdem verstehen, ob es Trends gibt, die wir eventuell eindämmen sollten oder noch anders gegensteuern sollten. Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gerade bei den direkten Emissionen der größte Faktor oder das beste Instrument wäre, aber wir müssen trotzdem verstehen, haben wir hier es eigentlich mit einem Problem zu tun oder ist es eher nebensächlich, wenn wir uns die anderen Emissionen angucken? Und die Frage ist nicht beantwortet bis jetzt. Okay, ich würde sagen, wir machen 2 ganz kurze Fragen und nehmen hier die Person noch dran. Und ich frage in der Zwischenzeit schon mal, ob Julia Kläuber schon hier ist. Sie winkt draußen. Okay, super. Kann dann gerne reinkommen. Ja, danke schön. Auf jeden Fall auch für den ganzen Input davor schon. Meine Frage wäre tatsächlich in ähnliche Richtung, beispielsweise Google, die sich ja offiziell verpflichten, Ökostrom zu benutzen. Ist jetzt dieser Rebound-Effekt vielleicht auch ein bisschen, dass es wird Ökostrom benutzt, aber es wird jetzt viel mehr Strom als überhaupt zuvor genutzt. Wie steht es in dem Verhältnis zueinander? Und
ja, diese massive Neunutzung von Strom, wie ist es zu bewerten, wenn es denn theoretisch immer nur Ökostrom wäre? Da hinten war noch eine Frage. Ja, die schließt da eigentlich ganz gut auch mit dran. Mich hatte so ein bisschen die Zukunftsperspektive noch interessiert, wenn jetzt jemand wie Apple auch noch mit einsteigt und in jedes Gerät anfängt, die wirklich im großen Stil mit einzusetzen, egal ob sie jetzt dann auf dem Gerät nur laufen oder in der Cloud, einfach wie schnell könnte das einfach ein großes Problem werden? Ja, so ein bisschen so ein Zukunftsblick. Schön, zum Abschluss. Genau. Die Frage von erneuerbaren Energien. Es ist natürlich in erster Linie gut, wenn mehr erneuerbare Energien auch in Rechenzentren benutzt werden. Ich glaube, Rechenzentren im Moment, zumindest in den USA, benutzen einen Großteil der erneuerbaren Energie sogar oder ziemlich überraschend großen Anteil. Das heißt aber auch, wir brauchen eigentlich diesen Strom für andere Sachen. Wenn Rechenzentren effizienter werden, ist das auf jeden Fall ein Gewinn für die Gesellschaft, weil wir den Verkehr elektrifizieren wollen, die Häuser elektrifizieren wollen. Es gibt da einen enormen Strombedarf in der Zukunft und der soll möglichst komplett erneuerbar sein. Deswegen können Tech-Unternehmen dabei helfen, Erneuerbare auszubauen, auch gerade mit dem Kapital, was da vorhanden ist. Aber wir sollten es nicht nur für digitale Technologien dann aufwenden, wenn wir da Einsparungen eigentlich haben könnten. Die andere Frage war, jetzt ist immer schwierig, was war die andere Frage nochmal? Der Zukunftsblick. Genau. Ich weiß es nicht. Das ist die große Frage, glaube ich. Und da haben wir im Moment im letzten Jahr so rasante Entwicklungen gesehen. Ich finde es schwer abzuschätzen, aber das ist, glaube ich, eine spannende Diskussion, die man haben kann. Und der Knackpunkt ist da, glaube ich, ist es irgendwann so teuer, dass man das nicht machen kann? Oder werden diese wahrscheinlich in allen möglichen Anwendungen Einklang finden, um einfach nur Text zu generieren? Weil es für Menschen, glaube ich, immer einfacher ist, einfach den Text zu lesen kurz, als jetzt vielleicht durch Zahlen durchzusteigen oder so, denke ich mal. Das ist meine Theorie. Schön, das war ein guter Abschluss. Ich habe das Gefühl, das Interesse hier am Austausch mit dir ist groß. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch zum Mittagessen bleibst? Genau, ich wollte eigentlich bleiben, ja. Sehr schön. Dann gibt es noch ganz viele Möglichkeiten für Fragen. Vielen Dank, Lynn. Ja, danke auch. Ja, ich wollte hier niemanden rausschmeißen. Und damit kommen wir zum zweiten Input plus Q&A. Wir werden uns mit dem Thema Ungerechtigkeit, Diskriminierung, prekäre Arbeit bei komplexen KI-Modellen begegnen. Hier ist schon ein bisschen Bewegung im Raum. Wir haben hier den Input und nebenan findet das interaktive Format statt. Da geht es um die Frage, wie wir Diskriminierung bei komplexen KI-Modellen begegnen können. Gut. Damit freue ich mich jetzt auf den Input hier. Wir werden uns mit dem Thema Arbeitsbedingungen von Content-ModeratorInnen beschäftigen und KI-ArbeiterInnen und haben dafür eine tolle Referentin hier, Julia Kläuber. Heute doch allein ohne Begleitung von Elisa Lindinger, mit der du das Superlab gegründet hast. Aber sehr schön, dass du da bist. Komm gern schon zu uns hoch. Liebe Julia, stell dich noch kurz vor. Ihr habt 2019 das Superlab gegründet. Das ist eine feministische Non-Profit-Organisation hier in Berlin. Und ihr widmet euch dem Entwurf von inklusiven, gerechten, digitalen Zukünften. Du kommst aus der, das wusste ich auch nicht, Design und Medienwissenschaft und hast mit ganz vielen verschiedenen internationalen gemeinnützigen Organisationen zusammengearbeitet, Mozilla, Shoker und unter anderem auch den Prototype Fund mitbegründet. Und wir freuen uns sehr auf deinen Input. Du hast 15 Minuten und dann wollen wir danach noch hier in den Austausch gehen. Vielen Dank. Pakistan 2018. Amir arbeitet in einer humanitären Hilfsorganisation,
Er hat ein Universitätsstudium absolviert und er spricht fließend Englisch, Farsi und Pashto. 4 Jahre später kommt Amir nach Regensburg, um zu studieren. Und wie man es im Studium so macht, sucht er sich einen Nebenjob, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er findet eine Stellenausschreibung als Systemanalyst. Er bewirbt sich und wird eingestellt. Amirs Job ist das Thema des heutigen Inputs, Content-Moderation, beziehungsweise die unsichtbar gemachte Arbeit hinter Social Media und künstlicher Intelligenz. Amir moderiert Inhalte für Facebook und Instagram, doch Meta ist nicht sein Arbeitgeber. Meta lagert die Verantwortung für die Moderation von Inhalten aus. Amir ist bei einem Outsourcing-Unternehmen angestellt, dessen Namen Sie alle wahrscheinlich noch nie gehört haben. Die Frühschicht beginnt genau um 8 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Die Content-Moderatorinnen arbeiten in Schichten, Tag und Nacht. Die Content-Moderationsindustrie schläft nie. Das System verfolgt jeden seiner Schritte, wie effizient Amir 200 bis 1000 Inhalte pro Tag moderieren kann. Ihm wird Material der Stufe 1 zugeordnet. Bei der Content-Moderation gibt es unterschiedliche Stufen. Die Moderatoren der Stufe 1 müssen die extremsten Inhalte begutachten. Amir kommt aus einem Land, in dem lange Krieg geherrscht hat. Er denkt, er hat alles schon gesehen, aber die Inhalte, die er moderieren muss, die sind schlimmer, viel schlimmer, als er sich das jemals vorstellen konnte. Amir sagt, es können nur 10 Inhalte sein, wenn einer davon eine Enthauptung oder den Missbrauch eines Kindes zeigt, dann kann man daran zerbrechen. Ein paar Jahre später beginnt Amir Albträume zu haben. Seine Partnerin erzählt ihm, dass er im Schlaf schreit. Morgens, wenn er auf dem Balkon sitzt, denkt er nach über all die gewalttätigen Inhalte, denen er tagtäglich ausgesetzt ist. 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche. In einem Jahr hat er so Tausende von Gewalttaten gesehen. Und er ist, wie er selbst sagt, gebrochen. Bei ihm wird eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Sein Unternehmen bietet ihm Wohlfühlberatung, Wellbeing Counseling. Aber die Mitarbeiterinnen sind keine ausgebildeten Psychologen. Amir fürchtet um seinen Arbeitsplatz und um seine Privatsphäre, wenn er sich ihnen öffnet. Er geht nicht hin und wendet sich stattdessen an seine Krankenkasse, um psychologische Betreuung zu erhalten. Amir möchte seinen Job kündigen, aber er braucht ihn, um sein Visum zu behalten. Und nachdem die Covid-19-Pandemie ausgebrochen ist, ist es noch viel schwieriger für Leute wie ihn, ohne fließende Sprachkenntnisse einen Job zu finden. Wenn man Amirs Bildungshintergrund, sein kulturelles und politisches Wissen, seine Sprachkenntnisse und die zermürbende Arbeit bedenkt, was glauben Sie, wie viel verdient er? 14 Euro. Sein Stundenlohn sind 14 Euro. Hier in Berlin. Und gute Leistung wird nicht mit einer Beförderung belohnt. Amirs 3 Jahre Arbeitserfahrung werden genauso behandelt wie die eines neuen Mitarbeiters an seinem ersten Tag. Amir sagt, es ist nicht nur die unangemessene Bezahlung, der traumatische Inhalt. Am Ende des Tages wird meine Arbeit nicht wertgeschätzt. Er sagt, ich bin es, der dafür sorgt, dass eure Social-Media-Feeds frei von Gehalt, Gewalt und Hetze sind. Amirs Geschichte ist nur eine von vielen. Zwischen März und Mai letzten Jahres habe ich 200 Content-Moderatoren und Moderatorinnen hier in Deutschland und in Kenia getroffen. Content-Moderatoren sind die unverzichtbaren Sicherheitsarbeiterinnen unseres Internets. Sie schützen uns alle, damit wir die Gewalttätigen, die grausamsten Inhalte nicht sehen müssen. Ohne Inhaltsmoderatorinnen gibt es keine Social-Media-Plattformen, so einfach. Keine Inhaltsmoderatorinnen, keine Social-Media-Plattformen. Viele von Ihnen hier im Publikum sind sich wahrscheinlich der harten Arbeitsbedingungen in der Content-Moderation bewusst und trotzdem möchte ich heute auf ein paar Punkte eingehen, die Ihnen so vielleicht noch nicht bekannt sind. Menschen werden in diese Jobs gelockt. Viele der Moderatorinnen, die ich getroffen habe, haben einen Migrationshintergrund. Ihre Aufenthaltsgenehmigung ist an den Job gebunden.
Eine Situation, die sich sehr leicht ausnutzen lässt, nicht nur hier in Deutschland, auch in Kenia. In Kenia sind viele von Ihnen für den Job als Content-Moderatoren in ein neues Land gezogen. Und sie haben ihre Heimatländer verlassen, um Kriegen und um Armut zu entfliehen. Sie sind jung. Für viele von Ihnen ist es der erste Job nach dem Universitätsabschluss. Die Arbeitslosigkeit in afrikanischen Ländern ist hoch und diese Menschen, so gut ausgebildet sie sind, sind jahrelang ohne Arbeit. Das heißt, sie nehmen häufig den ersten Job an, der sich ihnen bietet. Die Stellen im Bereich der Inhaltemoderation werden ausgeschrieben als Systemanalyst, Prozessassistentin oder Kundendienstmitarbeiter. Diese unterschiedlichen Berufsbezeichnungen machen das ganze System noch intransparenter von außen und noch schwieriger zu durchleuchten. Stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich auf eine Stelle als Kundendienstmitarbeiterin bei einem Unternehmen wie Sama, das vorgibt, ethische KI zu machen, den Hauptsitz in Kalifornien hat, im Silicon Valley. Würden Sie vermuten, dass Ihr Job beinhaltet, dass Sie diese gewaltvollen Videos und Inhalte ansehen müssen? Wahrscheinlich nicht. Und so geht es auch ganz vielen von den Content-Moderatorinnen, die sich um diese Jobs bewerben. In Gesprächen mit ihnen habe ich oft gehört, dass sie nicht wussten, auf was sie sich einlassen. Eine Moderatorin sagte zu mir, ich habe das Gefühl, dass ich in diesen Job hineingetrickst wurde. Es ist, als hätte man mich in ein fremdes Land gebracht und versklavt. Das sind die Worte einer Moderatorin aus Kenia. Sie sagt weiter, mein jüngeres Ich war 24, als ich die Stelle antrat, hätte die Stelle nicht angetreten, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich einlasse und welche Schäden es nach sich zieht für mich. Denn der Job der Content-Moderatorin kann lebenslange Schäden mit sich bringen. Content-Moderator zu sein, und das hat jemand mir gegenüber so ausgedrückt und ich finde es sehr treffend, ist, als würde man in einem Amazon-Lager, also in einer Fabrik und auf einer Giftmüllhalde gleichzeitig arbeiten. Also man hat den Druck des Fabrikjobs und man hat die extremen Inhalte, die Enthauptungen, die Vergewaltigungen, die Morde, die Tierquälerei. Das ist eine toxische Mischung, die kein Mensch lange ertragen kann. Es ist wichtig hier anzukennen, dass es nicht um die gewaltvollsten, um die extremsten Inhalte geht, die Sie alle sich vorstellen können, sondern um die gewaltvollsten Inhalte, die sich jemand anders vorstellen kann. Sie denken jetzt vielleicht, warum klicken die nicht einfach weg? Weil es nicht möglich ist, weil manche Anbieter verlangen, dass die ganzen Videos angesehen und annotiert werden. Wahrscheinlich auch, um KI zu trainieren, auf lange Frist gesehen. Viele der Content-Moderatorinnen entwickeln PTSD, posttraumatische Belastungsstörung. Sie sind körperlich, emotional, geistig traumatisiert durch ihren Job. Viele werden nie richtig diagnostiziert. Sie nehmen Antidepressiva, Schlaftabletten, um die gewaltvollen Bilder in ihrem Kopf auszublenden und zu verdrängen. Eine Moderatorin, ich nenne sie hier für den Vortrag Laila, sagte mir, wenn der Arbeitgeber herausfindet, dass du aufgrund deines Jobs psychische Probleme hast, findet er Wege, dich loszuwerden. Wenn man in meinem Heimatland in einer Fabrik mit giftigen Chemikalien arbeitet, bekommt man eine Lebensversicherung und Schutzausrüstung. Für die gefährliche Arbeit der Content-Moderatoren gibt es keine solche Versicherung oder Schutz. Es gibt keine professionelle psychologische Betreuung. Die Arbeitgeber bieten betriebsinternes Wellbeing Counseling, also Wohlfühlberatung an, die von Personen durchgeführt werden, die keine psychologische Ausbildung haben. In diesen Sessions wird schwer traumatisierten Content-Moderatoren geraten, spazieren zu gehen oder Atemübungen zu machen. Die Moderatoren vermuten auch, dass dadurch, dass diese psychologischen Supportpersonen vom Arbeitgeber angestellt sind, dass ihre eigentliche Aufgabe darin besteht, sie auszuspionieren. Dies ist nicht die gering qualifizierte Arbeit, für die sie gehalten wird. Trotz der Wichtigkeit ihrer Arbeit arbeiten die Moderatoren hinter den Kulissen, im Verborgenen. Big Tech mag es am liebsten, wenn man sie nicht sieht, wenn man nicht über sie spricht und wenn man den Beruf als Klickarbeit bezeichnet, den quasi jeder machen kann. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Moderatoren brauchen tiefes, kulturelles und politisches Wissen über die Inhalte, die sie moderieren. Wir sprechen hier über Satire, politische Kommentare, Sarkasmus, subkulturelle Bedeutungen.
Die Moderatoren müssen sich auch an komplexe Richtlinien und rechtliche Vorgaben halten, die sie jede Woche, jeden Monat präsentiert bekommen von den Konzernen. Also es gibt kaum Toleranz für Fehler. Die Policies oder Richtlinien, die können tagtäglich, je nachdem, was auf der Welt passiert, aktualisiert werden. Und ob dies nicht schon schwierig genug wäre, kommt auch noch massiver Zeitdruck und Überwachung am Arbeitsplatz dazu. Sobald man die Komplexität dieser Aufgabe verstanden hat, wird einem schnell klar, dass keine einfache technische Lösung diese Aufgabe lösen können wird. Seit Jahren wird darüber geredet, dass KI irgendwann diese Jobs ersetzen wird. Doch während wir hier über KI sprechen und was KI irgendwann alles erledigen können wird, wird diese Arbeit von menschlichen Arbeitern und Arbeiterinnen unter prekären Bedingungen erledigt. Tausende von ihnen rund um den Globus, genaue Zahlen haben wir nicht, weil sich das auf unterschiedliche Subunternehmen aufsplittet und sehr schwer nachzuvollziehen ist. Allein hier in Deutschland zwischen 5.000 und 8.000 schätzt die Gewerkschaft Verdi. Und hier in Deutschland wird nicht nur der deutschsprachige Markt moderiert, auch der türkischsprachige Markt, der persischsprachige Markt, der bulgarischsprachige Markt. Also es werden unterschiedliche Sprachräume hier moderiert von Content-Moderatoren. Auch, und das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen, für das Training von KI-Systemen werden Content-Moderatorinnen oder Data-Workers benötigt. Es gibt ein Beispiel über ein bekanntes KI-Trainingsdatenset namens ImageNet, an dem haben 46.000 Menschen mitgearbeitet. Und diese 46.000 Menschen waren nicht die hochbezahlten Software-Engineers, die dran saßen, sondern das waren damals Mechanical Turk-Arbeiter und Arbeiterinnen, die dafür gesorgt haben, dass diese gewaltvollen Inhalte nicht in die Trainingsdatensätze der KI kommen und die KI damit trainiert wird. KI-Entwicklung ist außerdem sehr teuer. Selbst wenn die KI gut wird, um Teile dieser Aufgabe übernehmen zu können, was ist, wenn die Ausbeutung von Menschen billiger ist als das ständige Trainieren eines Systems? Hier habe ich ein Zitat mitgebracht von Roy Chaty, der ist ehemaliger CMO eines Unternehmens, das an KI und Content-Moderation arbeitete. Er sagte in einem Interview: Wenn man das aus einer monetären Perspektive betrachtet, dann können KI-Systeme für die Moderation von Inhalten nicht mit 1,80 Dollar pro Stunde konkurrieren. Er bezieht sich mit diesen 1,80 Dollar auf den durchschnittlichen Stundenlohn von Content-Moderatoren in Niedriglohnländern. Das ist, und so klar muss man es sagen, digitaler Kolonialismus, wenn die gefährlichste Arbeit an Menschen in Regionen ausgelagert wird, deren Löhne niedrig und deren Arbeitsrechte nicht existent sind. Wir haben gelernt, uns um die Lieferketten unserer Schuhe, unserer Kleidung zu kümmern, aber wir denken noch nicht genug über die Lieferketten unserer digitalen Dienste nach. Es ist wichtig, die Dimension der Arbeit, die in digitalen Diensten steckt, mitzudenken. Vor allem auch, wenn wir als zivilgesellschaftliche Organisationen wie aktuell immer öfter darüber nachdenken, an welchen Stellen in unserer Arbeit wir KI einsetzen können. Oder auch als Heinrich-Böll-Stiftung oder als Unternehmen, die hier sitzen. Es ist wichtig mitzudenken, welche menschlichen und ökologischen, dazu gab es ja auch gerade die Keynote, Kosten damit einhergehen. Auf Seiten der Content-Moderatorinnen wächst der Widerstand. Sie organisieren sich gewerkschaftlich, kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen und versuchen zurückzuschlagen. Im Frühjahr letzten Jahres haben Moderatorinnen aus Deutschland ein Manifest entworfen, das von über 200 Moderatorinnen hier in Deutschland gezeichnet wurde. Sie fordern faire Löhne und Leistungen, die ihrer anspruchsvollen Arbeit entsprechen, angemessene und fundierte psychologische Unterstützung, das Ende des Outsourcings, aktuell sind sie nicht direkt bei den großen Tech-Unternehmen beschäftigt, sondern bei Outsourcing-Unternehmen, das Ende der unangemessenen Überwachung und der algorithmischen Verwaltung und ein Ende der Kultur der Geheimhaltung und des Mobbings. Ich möchte Ihnen zum Schluss der Präsentation, bevor wir gleich in die Fragen übergehen, noch erzählen, was sich im letzten Jahr in dem Bereich der Content-Moderation getan hat, auch im Bereich des Arbeitskampfs.
Meine Organisation Superlab hat sich mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen namens Foxglove, namens Aspiration zusammengetan und auch mit der Gewerkschaft Verdi und einen Content Moderators Summit veranstaltet, auf dem sich hier in Berlin im Gebäude von Verdi 50 Content Moderatoren und Moderatorinnen von unterschiedlichen Unternehmen zum ersten Mal getroffen haben tatsächlich. Oft kennen sich die Mitarbeitenden von demselben Unternehmen nicht mal, weil der Arbeitsbereich so ausgestaltet ist, dass man sich eigentlich nicht trifft. In Berlin war der Ort, der Summit, ein Ort der Vernetzung, ein Ort des Austausches, an dem eben dieses Manifest entstanden ist und an dem man sich auch darüber unterhalten hat, wie kann man Betriebsräte gründen. Die drei Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, Sie finden die Namen der Unternehmen, wenn Sie online suchen, die haben mittlerweile alle Betriebsräte. Das heißt, der Betriebsrat kann dabei helfen, gegen Dinge vorzugehen, die im Unternehmen passieren, aber eben nur im Unternehmen, nicht wirklich auf einer größeren Ebene. Um es auf eine größere, höhere Ebene zu tragen, gab es im Juni, ich überlege gerade, welcher Juni es war, Anfang Juni eine Fachanhörung im Digitalausschuss des Deutschen Bundestags, bei dem zwei Content-Moderatoren gesprochen haben. Das war das Logo des Content Moderator Summit, die Logos der Organisationen. Und das sind die beiden Content-Moderatoren, die im Bundestag gesprochen haben, und zwar Cengiz Hakşes im Aufzug im blauen T-Shirt und Daniel Mutong aus Südafrika, einer der ersten Whistleblower, über dem es auch ein ganz tolles Stück im Time Magazine gibt. Wie scharf die Unternehmen gegen die Kritik vorgehen, konnte man direkt nach der Anhörung beobachten. Cengiz wurde direkt am nächsten Tag von seinem Unternehmen freigestellt, weil er angeblich gegen sein Non-Disclosure Agreement verstoßen hat. Gemeinsam mit der Gewerkschaft haben wir das stark verurteilt, weil wir nach wie vor der Auffassung sind, dass Cengiz einfach nur von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, seine Meinung gegenüber den Abgeordneten zu äußern. Cengiz unterlag schon damals, und das ist, finde ich, ein interessantes und wichtiges Detail, unterlag schon damals einem speziellen Schutz, weil er nämlich der Vorstand der Wahlkommission für die Betriebsratswahl war. Aber das kümmerte das Unternehmen damals nicht. Und selbst nachdem 14 Bundestagsmitglieder eine Petition gestartet haben, um Cengiz eben wieder Zugang zum Unternehmen zu gewähren, war das Unternehmen sehr wenig beeindruckt und hat versucht, Cengiz außerordentlich zu kündigen. In erster Instanz wurde Cengiz Recht gegeben, das Unternehmen ging aber in die zweite Instanz und die wird Ende des Monats verhandelt in Essen. Und was man sieht, ist, dass das Unternehmen festhält an dieser Kultur der Angstmache, an der Kultur der Einschüchterung, wenn ihr euch an die Öffentlichkeit wendet, wenn ihr mit Vertretern, Vertreterinnen im Bundestag sprecht, dann werdet ihr gekündigt. Das war so die Nachricht, die man aussenden wollte. In der Zwischenzeit, genau, gibt es einen erfolgreichen Betriebsrat in dem Unternehmen von Cengiz, der sich auch sehr stark einsetzt für die Belange der Arbeitenden. Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, ganz passend, fand dann ein weiterer Content Moderator Summit in Nairobi in Kenia statt, wo sich 150 Content Moderatorinnen versammelt haben und an diesem Tag beschlossen haben, eine Gewerkschaft zu gründen, die erste Gewerkschaft der Content Moderatoren und Moderatorinnen. Viele der Moderatorinnen, die an der Gründung beteiligt sind, sind mittlerweile arbeitslos. Es geht einigen psychisch sehr schlecht, aber sie bleiben weiter an dieser Arbeit dran und werden von einer lokalen Organisation namens Siasa Place unterstützt. Auch sehr interessant die Arbeit von Timnit Gebru, die wissenschaftliche Research macht mit ihrer Organisation, der und die Content-Moderatoren als Co-Researcher einbezieht. Also nicht nur als Subjekte, die man interviewt und von denen man versucht, Erfahrungen und Wissen zu bekommen, sondern die man auf Augenhöhe als Co-Wissenschaftler einbezieht. Denn es gibt noch viel zu erforschen, zum Beispiel, welche Auswirkungen hat eigentlich Content-Moderation auf die Verbreitung von Desinformation? Jetzt gerade im Superwahljahr ein sehr wichtiges Thema. Oder wie sehen eigentlich diese Policies aus, die Unternehmen den Content-Moderatoren geben? Welche Rolle spielt KI in dem Prozess? Also wie viel wird schon von KI vorgefiltert und moderiert? Und dann natürlich auch die Frage, wie viele Content-Moderatorinnen gibt es eigentlich auf der ganzen Welt und wer sind die Subunternehmen?
Wir als Superlab werden uns in diesem Jahr Lieferkettengesetze ansehen. Deutschland hat ja seit Januar letzten Jahres ein neues Lieferkettengesetz. Und uns treibt um, wie diese digitalen Dienstleistungen und die Ausbeutung in diesen digitalen Dienstleistungen in Lieferkettengesetzen abgebildet ist oder vielleicht auch nicht. Die Europäische Kommission arbeitet auch gerade an einem Gesetz. Man nimmt sich das deutsche Gesetz zum Vorbild. Und falls irgendjemand von Ihnen im Raum hier Lieferkettenexperte ist, würde ich mich sehr gerne mit Ihnen in der Pause unterhalten. Abschließend vielleicht noch, was haben wir gelernt? Man braucht bei diesen Themen einen sehr langen Atem. Die Dinge bewegen sich langsam. Es gibt ein extremes Machtungleichgewicht zwischen den großen Tech-Unternehmen und auch den Gewerkschaften. Verdi hat 1,2 Millionen Mitglieder, aber also finanziell und Machtgrößenverhältnis ist einfach nicht ausgeglichen. Wir als zivilgesellschaftliche Organisation haben im Laufe der Arbeit für uns festgestellt, dass wir unsere Komfortzone oder unsere Expertisenbereiche auch manchmal verlassen müssen. Wir arbeiten viel an digitalen Policies und Arbeitsrecht oder Arbeitsschutz stand eigentlich nie so hoch bei uns auf der Agenda oder war nicht Teil unserer Fachgebiete. Aber es gibt eben ganz viele Überschneidungen und viele Themen sind miteinander verwoben. Deswegen beschäftigen wir uns, seit wir mit den Content-Moderatorinnen arbeiten, auch intensiv mit arbeitsrechtlichen Themen. Also es ist ein Thema an der Schnittstelle und man muss sich an diese Schnittstellen wagen. Eine der Schnittstellen ist ja auch der ökologische Fußabdruck von KI. Man muss Ressourcen bündeln mit anderen Organisationen. Die Organisation Foxloft mag zum Beispiel strategische Klageführung und so weiter. Man muss die Betroffenen ins Zentrum stellen. Es war ganz wichtig, dass die Moderatoren selbst vor den Bundestagsabgeordneten gesprochen haben. Und bis sich die Arbeitsbedingungen zum Besseren verändern, werden die Moderatoren und Moderatorinnen weiterhin in den Minenschacht Social Media hinabsteigen, um unser aller Gesundheit und auch unsere Demokratie zu schützen. Doch sie machen es nicht mehr ganz so sehr im Dunkeln. Sie werden zunehmend gesehen. Und weil heute niemand von den Moderatoren und Moderatorinnen anwesend sein kann, möchte ich zum Schluss noch ein kurzes Video zeigen mit einigen Stimmen der Moderatoren, das wir auf dem Summit in Nairobi in Kenia aufgezeichnet haben. For those probably who do not really understand what is content moderation, we are soldiers who work in dark space, whose employer do not want them to be known or seen. But we are there behind the curtains, doing whatever we can do, sacrificially, withholding nothing to offer our lives, to protect what has been called community, and the community has forgotten about us. And I want to say we are part of that community. Have you seen yourselves? You're so young, you're so vibrant, you're so talented. It is a shame to put an end to that talent when you're this young. What happens to an 18-year-old person who leaves school and gets a content moderation job? They get exposed, and after some time, you are just disposed like we have just been disposed now. You can't take people from their countries and treat them like dirt, like they are disposable, like we are toilet paper. It hurts. We are the front line of defense, and we need to make people like Mark Zuckerberg and every other social platform realize that without us, there is no social platforms. Thank you. Ja, danke dir, Julia, für den sehr eindrücklichen Vortrag. Du hast ja schon dieses Fachgespräch im Bundestag erwähnt, ne? Das ist ja auch eurer Arbeit zu verdanken. Es gab ja auch eine Delegationsreise von einigen Abgeordneten aus dem Digitalausschuss, die nach Kenia gereist sind, nach Rwanda gereist sind, um eben dort auch mit Content-ModeratorInnen und KI-ArbeiterInnen in Austausch zu kommen. Hast du das Gefühl, das Thema ist jetzt auch schon auf die politische Agenda gekommen? Und was muss noch passieren aus deiner Sicht?
Ich habe das Gefühl, es ist auf der politischen Agenda hier in Deutschland, aber es ist so, wie ich vorhin erzählt habe, mit den Schnittstellen. Wir haben jetzt im Ausschuss für Digitales diese Fachanhörung gehabt und dann gibt es noch einen Ausschuss für Arbeit und Soziales, wo man jetzt auch darüber sprechen müsste, was kann man an Arbeitsschutz verbessern für die Content-Moderatoren, wie kann Content-Moderation vielleicht auch zu einem Ausbildungsberuf werden, also dass man ein bestimmtes Training dafür benötigt, was wiederum eine Hürde dann gegen schnelle Kündigungen darstellen könnte, beziehungsweise die Moderatoren einfach besser ausgebildet wären, um diese Arbeit zu leisten. Also es gibt Bewusstsein und es gab auch wirklich viel an medialer Berichterstattung im internationalen, aber auch auf deutschsprachiger Ebene. Der Spiegel hat darüber berichtet, die Zeit, also eigentlich alle größeren deutschen Medien, aber jetzt muss man an die Themen Arbeits-, Gesundheitsschutz und Ausbildungsberuf in Deutschland ran und auch überlegen, wie kann man damit vielleicht was auf globaler Ebene bewegen. Ich gucke schon mal in die Runde, die gerne für Fragen geöffnet ist, aber ich habe das Gefühl, hier braucht man noch einen Moment, um sich zu sammeln. Ich würde gerne noch mal nachfragen, du hast ja ein paar Lösungswege skizziert, ne? Also vor allem über die Gewerkschaften, klar. Was geht darüber hinaus noch? Was wär noch möglich? Also klingt jetzt nicht so, als würden die großen Tech-Unternehmen jetzt unbedingt Verantwortung übernehmen wollen, aber was kann man vielleicht auch über Regulierung lösen, neben dieser gewerkschaftlichen Komponente? Ich überlege gerade, also an Regulierung, weil dieses Outsourcing eben ein großes Thema ist, inwieweit dürfen solche oder sollten solche Kerngeschäfte outgesourced werden dürfen? Also das wäre vielleicht noch ein Drehpunkt oder eine Stellschraube, weil Meta und Co. gibt natürlich auch TikTok und noch ganz viele andere, die Content-Moderatoren beschäftigen, Google mit YouTube und so weiter. Die verstecken sich natürlich immer so ein bisschen hinter den Outsourcing-Betrieben, beziehungsweise da schiebt man sich dann so gegenseitig die Schuld zu in dem, wie vielleicht bestimmte Policy-Vorgaben nicht eingehalten werden von den Outsourcing-Betrieben, die man ja als Tech-Unternehmen ihnen gibt. Und die Outsourcing-Betriebe stehen aber unter einem großen wirtschaftlichen Druck. Und also da schiebt man sich ständig die Verantwortung so ein Stück weit zu, haben wir auch nach dem Fachgespräch im Bundestag gemerkt. Also das wäre eine Stellschraube, genau. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Ah, hier hinten haben wir eine Meldung. Ja, ganz vielen Dank erstmal für den sehr wichtigen Vortrag. Danke wirklich dafür. Ich würde gerne einen Aspekt ansprechen, nämlich die Sprache, in der man überhaupt spricht über dieses Problem, nämlich Content-Moderation. Das ist nicht einfach Content, über den wir sprechen. Und ich glaube, hier muss man ansetzen, da auch andere Wörter zu benutzen. Das würde ich unbedingt anregen. Das ist eine Moderation von Gewalt, von Vergewaltigung, von Diskriminierung und so weiter. Also so muss man es auch benennen. Ich gehöre selber zu einer Gruppe, die auch zu den unsichtbaren Arbeitern gehört, nämlich denjenigen, deren urheberrechtlich geschützte Texte benutzt werden für die Erstellung von KI, von großen Sprachmodellen. Und diese Kultur der Unsichtbarmachung ist ein riesiges Problem und deshalb bin ich sehr dankbar für den Vortrag. Danke. Danke auch für den Kommentar. Ich pflichte Ihnen dabei und gleichzeitig muss man aber auch überlegen, wie kann man über diese Themen sprechen und auch Content Warnings, also weil es da doch draußen auch sensible Leute gibt, auch dazu, also vielleicht ist der Begriff Content-Moderation einer, der hilft, in den Diskurs einzusteigen und dann eröffnet man, um was geht es da eigentlich, beziehungsweise man überlegt sich vielleicht auch einen anderen Begriff dafür. Aber ich musste nur gerade, ich hatte ja auf der ersten Slide auch ein Content-Warning, wie schafft man es, über die Themen zu reden, ohne dann eben sofort schwere Begriffe fallen zu lassen, wobei die natürlich wichtig sind. Wir haben noch zwei Fragen, genau, einmal hier und dann da hinten. Und danach würde ich die Runde schließen, dass auch alle in die Mittagspause kommen. Dankeschön, Silke Inselmann, Stiftung Leben und Umwelt. Das ist die Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen. Auch von meiner Seite aus erstmal einen herzlichen Dank für diesen sehr bedrückenden Impuls. Also der, man weiß es natürlich, aber irgendwie haben Sie es schön geschafft, das auch in meinem Bauch sehr spürbar zu machen.
Für mich ist das eine moderne Form von Kolonialismus, die Sie da beschrieben haben. Und wir haben ja eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich mit unserer kolonialen Vergangenheit beschäftigen. Gibt es da einen Austausch? Gibt es da Verbindungen zwischen Ihnen und den anderen? Ich finde, das gehört unbedingt zusammen. Und Frage 1 und Frage 2, wie kann ich denn oder was können wir denn tun, damit diese Inhalte, die Sie beschrieben haben, NutzerInnen stärker bewusst werden? Also wenn ich bei Facebook oder Ähnlichen aktiv bin, dass ich auch Verantwortung dafür trage. Zu Ihrer ersten Frage finde ich einen spannenden Gedanken und werde ich mal mitnehmen. Also Content-Moderation findet auch auf den Philippinen, in Venezuela, also noch in vielen weiteren Ländern statt, die auch eine Kolonialgeschichte haben. Also wenn ich jetzt so über die Philippinen nachdenke, da wird viel Content auch auf Spanisch moderiert. Früher hatte man da die großen Callcenter-Unternehmen sitzen. Das sind teilweise dieselben Unternehmen, die auch heute Content-Moderatorinnen beschäftigen. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Wir arbeiten in diesem Jahr dran, ein Magazin oder vielleicht auch Buch mit den Content-Moderatoren rauszugeben, in dem sie ihre eigenen Geschichten erzählen über den Arbeitskampf, aber auch über Policy-Vorschläge, die sie haben, weil sie werden zwar häufig interviewt von Journalistinnen und Journalisten, was super ist, aber dann hat man da immer nur die kurzen Zitate und um diesen Arbeitskampf zu archivieren, auch das Erlebte zu archivieren, aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, werden wir eben dieses Magazin oder Buch in diesem Jahr herausgeben und veröffentlichen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie erreicht man die Menschen damit? Also da beschäftige ich mich gerade damit, welchen Verlag spricht man an und wie bekommt man eine bestimmte Reichweite? Und dann, wenn es um die Nutzerinnen und Nutzer geht, also wie ich es auf der letzten Slide hatte, sich zu solidarisieren, diese Geschichten auch weiterzutragen, weiterzuerzählen und sich hinter diese Arbeiter und Arbeiterinnen zu stellen, wenn es darum geht, Big Tech zu konfrontieren. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr noch weitere Angebote dazu machen können für Einzelpersonen, für interessierte Social-Media-Nutzer, Nutzerinnen, die sich dem anschließen möchten, beziehungsweise auch eine Möglichkeit, diese Solidarität und diese Aufmerksamkeit zu zeigen und zu zeigen, wir sind hier, wir sehen euch, wir hören euch und wir finden, dass diese Praktiken beendet werden müssen und dass ihr eine faire, gerechte Entlohnung und Behandlung verdient. Danke, dann haben wir noch eine letzte Frage. Ist noch Frage. Zeit? Hallo, ja. Hallo, Axel Hahner, jetzt jeweils. Zum einen ein bisschen eine Reaktion auf diesen Kommentar, der da eben kam. Ich meine, Content-Moderation heißt ja nicht nur ausgeliefert zu sein an also solchen Gewaltdarstellungen und solchen Sachen, sondern ist wirklich eine hohe Verantwortung, weil das ja auch immer an der Grenze zur Zensur lavieren kann. Und das ist eine super verantwortungsvolle Aufgabe. Und ich glaube, diesen Aspekt der Qualifikation und so weiter sollte man bei allen Diskussionen auch immer dabei hervorheben. Es ist nicht nur Leiden an irgendwelchen extremen Darstellungen, sondern es ist eine zutiefst eine Aufgabe mit hoher gesellschaftspolitischer Verantwortung, wo natürlich die Firmen die Leitlinien geben, aber die einzelnen Moderatorinnen und Moderatoren das machen müssen. Das andere ist einfach noch eine Frage auch der Perspektive, wo das technisch hingeht. Also was Sie geschildert haben, ist ja vor allen Dingen soziale Medien, gut, auch das Trainieren die Datensätze, mit denen meinetwegen Sprachmodelle trainiert werden. Aber man könnte sich doch wahrscheinlich vorstellen, dass sobald Sprachmodelle nicht mehr rein sozusagen auf diesen, oder solche Anfragen, sowas wie ChatGPT, integriert werden in meinetwegen komplexe Suchanfragen, dass sozusagen Content-Moderation da auf einer ganz neuen Stufe auch eine Rolle spielen wird. Denn also speziell angesichts der Tatsache, dass sozusagen die reinen Sprachmodelle ja zum, wie heißt es immer so schön, halluzinieren, andere sagen Lügen neigen. Das heißt, da werden ja womöglich Moderationsaufgaben notwendig werden. Ich weiß es nicht. Was sehen Sie da technisch kommen? Genau, zur ersten Frage, die Zensur oder vielleicht auch die Gefahr einer Überzensur ist ein ganz wichtiges Thema und das finde ich auch, muss man sich immer wieder in Gedanken rufen, wenn man sagt, KI wird das irgendwann alles moderieren können, weil dann kommt es nämlich zur Überzensur, weil man dann einfach lieber viele Inhalte vom Netz nimmt als zu wenige. Und dann bei der zweiten Frage, die Content-Moderatoren wünschen sich auch selbst, dass in Teilen KI eingesetzt wird, um ihre Arbeit zu unterstützen. Und ich glaube, auf diesem Unterstützen liegt ein ganz wichtiger, schwerer Wert, weil sie sagen, die Diskussionen gehen eigentlich immer in eine Richtung, dass wir ersetzt werden sollen durch diese Tools und nicht unterstützt. Also sie wollen und sie werden auch, sie wissen selbst,
selbst, dass sie nicht ersetzt werden durch diese Tools, weil sie erleben tagtäglich, wie schlecht KI noch immer ist, wenn es um die Moderation dieser Inhalte geht. Also sie bekommen dann teilweise Sachen geflaggt von der KI. Die KI, das hat mir letztens jemand erzählt, früher wusste man noch, weil da waren die... Die KI wurde als Bot benannt in dem System, also Bot schlägt jetzt folgenden Inhalt zur Moderation vor. Normalerweise sind es Nutzer und Nutzerinnen, die auch Inhalte kennzeichnen. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Unternehmen den Bots menschliche Namen geben und trotzdem wissen die Content-Moderatoren, dieser eine menschliche Name steht für den Bot, weil der leistet einfach viel schlechtere Arbeit als die ganzen Menschen, die Inhalte reporten. Genau, also dieses unterstützt werden und nicht ersetzt werden ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und für die tiefergehende Frage können wir uns gerne noch mal draußen kurz unterhalten. Ja, vielen, vielen Dank, Julia. Kannst du schon mal sitzen? Genau. Julia wird leider später nicht bei den Pitches dabei sein, aber offensichtlich jetzt noch kurz. Also gibt es noch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das Thema KI-ArbeiterInnen, Content-ModeratorInnen wird aber auch im Abschlusspanel eine Rolle spielen. Wir haben nämlich einen der Abgeordneten, der auf dieser Delegationsreise mit dabei war nach Ruanda und Kenia, Amon Zorn, SPD-Abgeordneter, der mit Sicherheit auch noch mal darauf eingehen wird. Mir bleibt ein wichtiger Hinweis, weil das, glaube ich, heute nicht zur Sprache kam. Wir haben heute die Bewegung Bits und Bäume hier. Die sitzen da vorne, hinten in der Ecke und freuen sich über Besuch. Da gibt es gemütliche Sessel, Publikationen. Also gehen Sie gern mal hin und tauschen sich mit denen aus. Und jetzt kann ich nur guten Appetit wünschen. Das Essen finden Sie unten in der Cafeteria, die Treppe hier runter rechts. Und wir sehen uns dann um 14:45 hier wieder zum Thema, wie sich mit KI-Modellen der Markt verändert.